für ein Wunder. Wir haben sie gesehen. Unglaubliche Szenen bei Regen entstehen. Wir, das heißt Cottbus, wir schwören uns ein. Fußball ist Leidenschaft, FCE, unser Verein. Nur zusammen haben wir die Kraft, denn die Fans sind wir und wir sind eine Mann. Fußball ist wir, Cottbus ist wir. Denk ich an Fußball, will ich ins Stadion gehen. Gemeinsam mit Freunden, um Tore zu sehen. Heimat ist Cottbus, alle sind hier. Wir halten zusammen die Mannschaft und wir. Nur zusammen haben wir die Kraft. Denn die Fans sind wir und wir sind eine Mann. Fußball ist wir, Cottbus sind wir. Fußball ist Energie. Fußball ist wir, Rot-Weiß sind wir. Fußball ist Energie. Fußball ist Energie. Fußball ist wir, Cottbus sind wir. Fußball ist Energie. Fußball ist wir, Rot-Weiß sind wir. Verein. Nur zusammen haben wir die Kraft. Der FCE sind wir und wir sind eine Mann. Fußball ist wir, Cottbus sind wir. Fußball mit Energie. Fußball ist wir, Rot-Weiß sind wir. Fußball mit Energie. Fußball ist wir, Cottbus sind wir. Fußball mit Energie. Rot-Weiß Nummer 4, heute wieder hier aus dem Kontor. Und wir haben natürlich auch heute wieder Gäste für euch eingeladen. Paul Milde ist zu Gast und unser Neuzugang Rudolf Ndualu, den ich jetzt gleich bitten werde, herzukommen. Rudi, das ist dein Platz für die nächste halbe Stunde. Jetzt ist Just Chatting angesagt und ihr könnt natürlich alle Fragen loswerden. Rudi ist für euch da, bekommt jetzt sein Mikrofon. Und nach der halben Stunde gibt es dann ganz normal Interview. Heute natürlich auch wieder ein schönes Quiz, vorbereitet vom Energiemuseum, vom lieben Martin. Grüße gehen raus. Und heute zu gewinnen gibt es Wawrock-Gutscheine für Intersport. Da könnt ihr dann eure Sportklamotten shoppen. Und ehe ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, übergebe ich das Wort an Rudi. Viel Spaß! Okay, ich warte auf die Fragen, ne? Boah, mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wo man das gucken kann. Ja, auf YouTube, ne? Ja, YouTube und Twitch wird das gestreamt. Wie ich mich bisher eingelebt habe, recht gut. Ich glaube, es ist auch ziemlich einfach mit der Mannschaft. Super Charaktere. Und ich habe ja hier schon mal gelebt, deswegen kenne ich mich ein bisschen noch aus. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder ist ein bisschen froh, dass die Vorbereitung zu Ende ist. Und jetzt kommt die schöne Phase.
Punkte sammeln. Ja, wie ich die Vorbereitung bis jetzt fand, ja, intensiv, aufschlussreich für uns alle, glaube ich. Und ich glaube auch, dafür ist eine Vorbereitung da, dass wir halt so die letzten Körner in der Saison da lassen können. Und ich glaube, wir haben uns auch relativ gut eingespielt, was halt auch wichtig ist. Na, Ziele bezüglich Tore. Eigentlich habe ich nie Ziele. Aber irgendwie die letzten 2 Jahre habe ich mir mal gesagt, dass ich mindestens 2-stellig treffen möchte. Mein persönliches Ziel. Sonntag, erstes Mal dein Torjubel. Ja, hoffe ich auf jeden Fall. Und ich hoffe, die meisten kennen den auch schon. Robin oder Nami? Boah, das ist eine schwere Frage, aber sage ich schon Nami. Die wissen. Wie wurdest du auf FC aufmerksam? Ich habe ja hier in der Jugend gespielt. Den Verein kennt man ja. Ob ich Babelsberg vermisse? Muss schon sagen, ja. Also meine Familie kommt aus Potsdam. Deswegen habe ich da auch eine besondere Verbindung zu dem Verein. Ja, was mich an Cottbus überzeugt hat? Ja, eigentlich nicht viel. Der Verein hat eine Wucht. Den Verein kennt man. Ich habe hier in der Jugend gespielt. Mein erster Stadionbesuch war bei FC Energie Cottbus gewesen. Deswegen, da musste man nicht viel machen. Bezüglich der Modemarke. Ich bin Teilhaber. Wir haben einen CEO. Der hat die Marke gegründet und ich und 2 andere Freunde, 3 mittlerweile, sind irgendwann dazu gestoßen. Ja, das ist unsere Marke. Ja, die Kulisse in den Derbys, super. Also muss ich schon sagen, wenn man so eine Kulisse hat, dann spielt man da auch nochmal viel lieber und bringt alles raus, was man kann auf dem Platz, um einfach auch die Fans zu merken, zu spüren, zu hören. Deswegen, mein Lieblingsspieler, würde ich sagen, Usman Dembele schon. Ja. Ich trage eigentlich seit Jahren immer die gleichen Schuhe, also immer Adidas Modell X. Ne? Sind am bequemsten und die trage ich eigentlich immer. In das Jahr in der 3. Liga, auf jeden Fall konnte ich da was mitnehmen. So, du hast da halt auch Mitspieler mit Qualität. Trotz Verletzungen habe ich ja noch die Anfangszeit gut miterleben können, mich einleben können, mich auf das Niveau anpassen können. Und ja, so schnell vergisst man das halt nicht. So, da lernt man halt auch nicht nur auf dem Platz, halt auch neben dem Platz was. Oh, Ronaldo oder Messi? Sorry Leute, aber ganz klar Messi. Ich sag da immer, ich habe da mal so einen Spruch für die, die Animes mögen, weil ich habe auch Kollegen, die sagen immer Ronaldo, aber Tsubasa und Kojiro Yuga, Tsubasa ist der Protagonist und das ist Messi im Fußball. Beim Heimspiel gerne Rudi, weil auch wenn Rudolf auf meinem Pass steht,
Also wenn man mich so ruft, ich würde da gar nicht reagieren. Einfach, meine ganze Familie nennt mich Rudi und der Name ist eigentlich Deko. Also Rudi ist schon mein Rufname. Nee, vor dem Termin war ich nicht angespannt. Wer mich auch auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich manchmal auch so eine Fragenrunde Runden mache. Deswegen kenne ich das schon ein bisschen. Lieblingsort in Cottbus? Ja, ich muss sagen, bis jetzt ist es das Hotel, wo ich lebe. Aber ich habe noch nicht so viel gesehen. Aber ich kenne auch schon ein paar Orte, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also wenn ihr Vorschläge habt, schreibt die gerne rein. Warum ich in der Jugend Energie verlassen habe? Ja, ich glaube halt einfach, es war Zeit halt für was Neues. Auch ein anderer Schritt, wo ich halt auch noch was anderes lernen konnte. Und dadurch bin ich ja auch ein bisschen gereift zu der Person geworden, die ich bin aktuell. Wie ich die Offensive finde? Ich kann mit jedem gut zusammenspielen und ich glaube schon, wenn wir uns noch intensiver einspielen und wissen halt, wie die einzelnen Laufwege der einzelnen Mitspieler sind, dass wir da schon viel anstellen können. Ja. Nee, Messi ist vor Ronaldo auf jeden Fall. Aber die Aufstiegskandidaten. Ja, ich sag mal eine ganz kurze Top 3. Ne, also wir, dann sage ich BFC sehe ich ganz vorne und bei der Nummer 3, also ist keine Platzierung halt, ne, aber halt das ist meine Top 3, würde ich Erfurt oder Jena nehmen, da bin ich mir noch unsicher, aber eher Erfurt. Die Kickers oder Superkickers? Aber ich würde glaube ich eher sagen die Kickers. Ja, Superkickers auch super, aber eher die Kickers. Neymar oder Mbappé? Neymar. Ja, ich liebe den einfach, deswegen. Internationalen Lieblingsverein. Also international nicht wirklich. Also ich mag Paris, aber ich bin absoluter Dortmund-Fan. Ja, jetzt raus. Kaffee Latte. Ja, da habe ich auch mal einen Kaffee getrunken, hat mir gefallen. In welchem Stadion ich gerne spielen würde? Sehr gute Frage. Ich glaube, Parc des Princes würde ich gerne mal spielen wollen. Lieblings-One Piece-Charakter? Ganz schnell beantwortet: Das ist der Shanks. Ob ich mit Denno gut bin? Ja, auf jeden Fall. Ich bin mit jedem gut aus der Mannschaft. Ja. Also Signal Iduna Park würde ich auch gerne, aber eher Parc des Princes. Ich habe eine kleine Verbindung zu Paris, deswegen eher dort. Mein Lieblingsessen? Ich glaube alles, was in Richtung asiatisch geht. So. Also schon, ich würde sagen, auf ganz oben ist schon die Vorsuppe. Also vietnamesische Küche. Das würde ich schon sagen. Ja, Syljubil eher nicht. Eher nicht. Irgendwann mal aber. Ein paar Jährchen vielleicht. Mein Lieblingsverein außer Cottbus und Babelsberg, habe ich ja gerade gesagt, ist Dortmund. Und wie gut mein schwacher Fuß ist, ich würde sagen, der ist okay, der ist solide. Bei mir ist es sehr komisch, bei sehr guten Tagen ist er sehr gut, bei sehr schlechten Tagen ist er auch gut. Also ist er okay. Also der ist nicht nur zum Stehen da.
Aber bezüglich Trainer kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Nur, dass er mich geholt hat. Und ohne ihn wäre ich nicht hier. Und menschlich hat er mich halt überzeugt. So, das kann er halt, ne? Ich würde sagen, ich bin mehr unterwegs als zu zocken. Ich bin absolut kein Zockermensch, weil ich glaube, nach ein, zwei Runden FIFA oder allgemein andere Spiele kriege ich Kopfschmerzen. Das ist eine kleine Krankheit bei mir. Ich kann nicht lange irgendwie Spiele spielen. Außer auf dem Handy ist was anderes. Aber also vom PC oder auf der PlayStation geht leider nicht so lange. Bezüglich der Vorbereitung bei Babelsberg und Cottbus kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich habe die Vorbereitung bei Babelsberg gar nicht mitgemacht. Ich habe die Vorbereitung noch in Duisburg gemacht gehabt, bevor ich halt gewechselt bin. Ja, deswegen. Wie schnell ich auf 100 Meter bin, ist eine sehr gute Frage. Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Ich glaube, ich letzte Mal gemessen vor ein paar Jährchen. Bezüglich Konkurrenzkampf auf der Position, ja, ich glaube, den braucht man einfach. Also, man kann da gar nicht viel sagen. Schlussendlich setzt sich der durch, der die Mannschaft von Anfang an am meisten helfen kann. Man braucht jeden Spieler und ja, ohne Konkurrenzkampf werden wir nicht alle besser. Wie hoch ist die Chance, gegen Paderborn weiterzukommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, jeder, der den Fußball liebt, weiß, dass immer alles möglich ist. So, da will ich gar nicht in irgendeine Richtung gehen. Halt, das wird sich an dem Tag entscheiden und danach werden wir mal gucken, wie bereit wir sind, wie bereit Paderborn ist. Aber an guten oder an schlechten Tagen kann alles passieren. Das schönste Tor meiner Karriere? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren gegen Luckenwalde. Ne, nicht gegen Luckenwalde, gegen Fürstenwalde war das gewesen. Würde ich sagen, das war das schönste Tor bis jetzt. Schönste Stadion bis jetzt? Ich habe mal in China gespielt. Wird mir jetzt keiner glauben, aber ich habe mal in China gespielt. Das war ein internationales Turnier gewesen. Da war ich zwar ein bisschen jünger, aber ich würde schon sagen, das war halt enorm, weil wenn Mannschaften vom Ausland kommen, da ist halt auch nochmal mit dem Fernsehteam, mit dem Publikum. Ich glaube, das war voller bis. Also. Ich glaube, also bis jetzt hat noch kein Stadion das getoppt gehabt. Und da habe ich einfach auch die besten Erinnerungen daran. Meine Lieblingskleidungsmarke habe ich nicht, würde ich sagen. Mein Nachbar im Mannschaftsbus gegenüber sitzt JJ.
und nehme mir es meistens frei, außer Phil entscheidet sich, kuscheln zu kommen. Wer festlegt, wer in die Runde kommt, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir selber nominieren die. Aber ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wen ihr mal sehen wollt. Weil so können wir das auch besser legitimieren, wenn wir irgendeinen Namen nennen. Wen ich nominieren werde, das entscheide ich ganz spontan, was mein Kopf mir sagt. Aber wollt ihr alle den Denno sehen, ja? Okay, das merke ich mir. Mit wem ich am liebsten eine WG ziehen würde? Ich glaube, wenn, dann schon alleine, aber wenn, das ist eine sehr gute Frage. Ich sag jetzt einfach mal Kuyo, weil er weiß. Ich kann keinen anderen Namen nehmen, aber ich sag Kuyo. Aber alleine schon besser. Den Thiele. Der Thiele. Der Thiele-Dax, das höre ich ja sehr oft. Okay, merke ich mir. Oh, Thiele, der ist sehr lustig. Also mit dem verstehe ich mich ja auch super. Immer für einen Lacher zu haben, auf jeden Fall. Ja, Thiele und Schafe wäre schon mal eine gute Kombi eigentlich, ne? Nee. Thiele hat nicht Ü30 Humor. Der hat alles auf Lager. Der passt sich seiner Umgebung an. Das ist die Kunst, Leute. Ich werde auf jeden Fall nach Cottbus ziehen. Ich bin ja, ist ja auch nicht weit von Berlin entfernt. Und so kann ich besser meinen Fokus haben, wenn ich hier in der Nähe bin. Wird, glaube ich, auch nach einer Zeit anstrengend, die ganze Zeit zu pendeln. Ich glaube, ich würde lieber aufsteigen und nicht so viel spielen. Ob ich aufgeregt bin zu starten? Nee, auf jeden Fall nicht. Ich würde eher sagen Vorfreude. Ja, wie schon gesagt. Die Vorbereitung ist fast zu Ende. Jetzt wird auf Saisonstart vorbereitet. Und was Besseres gibt es eigentlich nicht. Zu Hause wäre es, glaube ich, am besten gewesen zu starten. Aber nimmt man gerne auch so hin. Die Bedingungen in Babelsberg, professionell. Also, das habe ich damals schon mal gesagt gehabt. Der Verein hat eigentlich alles, was man benötigt,
Sowas hast du halt sogar bei manchen Drittligisten nicht. Ist Fakt. Bezüglich den Trikots, ich würde sogar sagen, die blauen gefallen mir ein Stück besser. Blau ist nämlich meine Lieblingsfarbe. Die ersten Male, wo ich die gesehen habe, habe ich die ein bisschen unterschätzt gehabt. Aber wo ich die getragen habe, muss ich sagen, war schon super schön gewesen. Ich bin aktuell Single. Mein Lieblingssport neben Fußball? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann viele Sportarten, deswegen eine Lieblingssportart habe ich jetzt nicht wirklich. Ich wollte aber. Wie meine Zeit in Duisburg war. Ich würde nicht mal sagen, dass der Schritt zu groß war, sondern an sich war der genau richtig. So, weil ich wurde ja auch als Perspektivspieler geholt. Und ich weiß ja, dass ich das auch kann. Und jeder auch im Verein wusste, dass ich das kann. Ja, leider ist es halt so im Leben und im Fußball, dass ich mich halt verletzt habe. Und ja, wie gesagt, man wächst ja nur an schweren Aufgaben, ne? Ja, hoffe ich, dass Trainer mich gut pusht. Lieblingsmusikrichtung. Aber ich würde nicht mal sagen, dass ich eine bestimmte Musikrichtung habe. Ich mag alles, was gut klingt. Außer so Hard Techno, das, da bin ich raus, aber sonst bin ich da ganz flexibel. Ja, mein sportliches Idol würde ich nicht sagen, aber ich habe da schon so Lieblingsspieler. Oder halt bestimmte Spieler, an die ich mich so richte und gerne anschaue, auch extra mal den Fernseher anmachen würde, weil die gerade zu sehen sind. Ja, ich habe an sich Rituale. Ich muss sie jetzt nur noch in Cottbus finden, genau, weil in Berlin war es halt ein bisschen einfacher. Aber ich habe immer einen bestimmten Shake, was ich zu Spieltagen trinke. Bestimmte Energy-Sorte, die ich zu Spieltage trinke. So, mal gucken, wo ich hier gute Shakes herbekomme. Schön gesunde Vitamin-Shakes. Das sind meine Rituale, sonst eigentlich keine. Ja, also ich würde schon sagen, bezüglich der Verletzungen und die Trainingsvorbereitung, ich glaube, daran richtet sich schon sehr viel, weil auch wenn das jetzt schon ein bisschen her ist, versucht man da immer noch so Defizite wieder aufzubauen. Und dafür haben wir auch unseren Athletiktrainer, der die Übungen gibt. Auch von damals habe ich Übungen, die ich immer mitnehmen werde, weil einfach damit da bestimmte Punkte immer angesprochen werden, immer flexibel bleibt alles. Und ja, deswegen. Da mache ich schon alles, damit das nicht mehr passiert. So, okay, ich hänge mich jetzt hier mal rein. Ich möchte Rudi auch kurz befreien, dass du mal durchatmen kannst. Rot-Weiß Nummer 4, wir legen gleich los. Wir haben heute Rudolf Ndualo zu Gast und Paul Milde ist auch noch da. Den hole ich auch gleich noch auf die Couch. Wir machen jetzt einen kurzen Song und dann geht's los. Das wird ein harter Weg. 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 Diese Vorstadt war noch nie rum. Führen vor die Wand, möchte doch auf deinem Rücken trauen, das Streichholz in der Hand. Ich komme ganz schön scheiße vor, wie ich hier um Ausgang bette. Ich wollte doch Geschichte schreiben, nicht den verdammten Einkaufszettel.
schon nach der Gnade Gottes, und wo der Jakobsweg anfängt, die Kapillaren sind geweitet, der Freiraum eingeengt, denn die einen kommen nie nach Hause. Beständig sitze ich und warte, ich geh mal Zigaretten holen, setze alles auf eine Karte. Diese Vorstadt wird niemals rum, wenn ich zum Abschied alles regle. Grüße aus dem Nirgendwo, setze Zeichen und die Segel. Das wird ein harter Weg. Das wird ein harter Weg. Go, see, go, viel zu viel war. Herzlich willkommen zu Rot-Weiß Nummer 4, wieder aus dem Kontor. Und ich habe gerade gesehen, es fängt an zu regnen, deswegen finde ich es ganz angenehm, dass wir hier drin sitzen. Hier drin ist eine Palme und bombastisches Wetter. Hier ist es sehr warm. Ich weiß nicht, ob es meinen Gästen auch so geht, kann ich gleich mal fragen. Heute mit dabei Rudolf Ndualo und Paul Milde. Die habe ich mir jetzt mit auf die Couch geholt. Und ansonsten wisst ihr Bescheid. Ihr könnt uns über YouTube streamen, ihr könnt uns über Twitch streamen. Ist ein ganz schöner Zungenbrecher. Und wenn ihr nachher am Quiz teilnehmen wollt, müsst ihr auf jeden Fall bei Twitch eingeloggt sein, damit ihr mitspielen könnt. Das wird es natürlich auch heute wieder geben, gemeinsam mit dem Energiemuseum erarbeitet. Und heute zu gewinnen gibt es übrigens Gutscheine von Wawrock in der Spreegalerie. Da könnt ihr bei Intersport gleich nochmal ein bisschen Sportklamotten shoppen. Aber dazu kommen wir später. Jetzt kommen wir erstmal zu unseren Gästen. Und ich freue mich natürlich, dass ihr heute beide mit dabei seid. Rudi musste gerade die ganze Zeit schon Fragen beantworten, deswegen würde ich jetzt einfach mit Paul loslegen. Und wir schauen noch mal kurz auf die Vorbereitung. Insgesamt hat unser FCE 90 Tore in der Vorbereitung geschossen, davon 4 Eigentore, 3 Elfer und dann noch einen vergebenen Elfmeter. Also war ganz schön was los. Und da kommen wir jetzt zu Paul Milde. Der ist wieder mit an Bord bei uns im Kader. Paul kommt gebürtig aus Pirna. Er ist in der Striesener Jugend gestartet. Seine Stationen unter anderem Dynamo Dresden, Fürstenwalde, Budissa Bautzen, der Chemnitzer FC und die Kickers Offenbach. Letzten Sommer ist er hier zu uns in die Lausitz gewechselt. Eine Verletzung machte ihm letzte Saison mehr oder weniger einen Strich durch die Rechnung. Jetzt ist er wieder da. Er kommt übrigens auch aus einer Fußballerfamilie, fand ich sehr interessant zu lesen. Vater Rocco Milde spielte selbst bei Dynamo Dresden, Bochum und Hansa Rostock. Darüber wird zu sprechen sein. Herzlich willkommen, Paul. Hallo, vielen Dank. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich freue mich, hier zu sein. Ist eine coole Geschichte, denke ich, für alle, für uns und für die Fans, die zuschauen können, zuhören können und auch mit uns interagieren können. Und ich bin gespannt, was noch kommt, ja. Paul hat es gerade gesagt, ihr könnt natürlich interagieren, sehr, sehr gerne. Schreibt uns eure Fragen in den Chat rein. Wir beobachten das natürlich. Und wenn wir schon beim Chat sind, eigentlich hätten wir heute Live-Gäste gehabt. Die Hello Kitty wäre nämlich da gewesen. Hello Kitty hat gerade erst ein Kind bekommen. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus von uns an euch. Und wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid, in 2 Wochen, also da seid ihr definitiv mit dabei, dann gibt es auch eine Kleinigkeit für euer Kleines, das verspreche ich euch. Natürlich vom FCE, damit ihr gut ausgestattet seid von Geburt an. Und ich habe jetzt gleich, liegt hinter mir, wurde mir gerade gesagt. Kann ich sogar mal kurz in die Kamera halten? Also das ist so ein, ich nenne es mal ein Greifdingsbums. Ein Greifdingsbums für Babys. Eine Schnullerkette, alles klar. Also Hello Kitty liegt hier bereit für euch, die Stühle stehen auch bereit. Wir haben uns sehr auf euch gefreut, aber das holen wir alles nach. Paul, eine Verletzung hatte ich sehr, sehr lange nur zuschauen lassen. Was war los und ist jetzt alles wieder auskuriert? Ja, also wir hatten am Anfang in der Region vom Knöchel ein Problem, was sehr spezifisch war, was leider auch nicht direkt diagnostiziert wurde. Ja, das hat ein bisschen gebraucht und im Verlauf dessen hat sich dann die Achillessehne entzündet, was generell für viele Sportarten eine sehr, sehr eklige Verletzung ist, da die Achillessehne natürlich bei jeder Bewegung eingebunden ist und belastet wird. Und ja, das dauert leider die Zeit, die es dauert. Ja, das ist bei jedem unterschiedlich. Einige schaffen es in 3 Monaten. Bei mir hat es halt ein bisschen länger gedauert.
Aber es ist komplett auskuriert. Ja, wir hatten da einen super Plan, wir hatten eine super Betreuung und ich bin jetzt froh, wieder da zu sein, wieder angreifen zu können. Wir haben eine super Mannschaft, ja, gute Jungs dazu bekommen. Es harmoniert sehr, sehr gut und ich bin sehr gespannt und freue mich vor allem sehr auf die Saison. Ja. Wir freuen uns auch, dass du wieder da bist. Du hast es gerade schon gesagt, ihr seid jetzt alle heiß ins Spielgeschehen einzugreifen, oder? Ja, absolut. Also ich denke mal, gerade für die, die hier geblieben sind, die 2 Wochen Urlaub oder Pause, ja, hätten natürlich noch eine Woche länger sein können, gerade mit dem Ausgang der Relegation. Mhm. Ja, da hätte man natürlich noch den einen oder anderen Tag vielleicht gut gebrauchen können. Aber trotzdem denke ich, dass wir uns gut vorbereitet haben. Ja, wie gesagt, die Jungs, die neu dazugekommen sind, unvoreingenommen, ja, alle super Charaktere, super Fußballer und wie Rudi vor uns schon gesagt hatte, wir freuen uns alle auf den Start. Es kann endlich losgehen, Vorbereitung war kurz, aber ja, damit muss man leben und ich denke, wir werden das schon hinkriegen. Vorbereitung war kurz, aber intensiv, einige Testspiele liegen hinter euch. Fass mal zusammen, wie war die Saisonvorbereitung bis jetzt? Habt ihr euch im Team gefunden? Ja, also, dass wir uns noch nicht 100% gefunden haben oder finden können, ist natürlich klar, dafür reicht die Zeit nicht. Deswegen gibt es auch viele Trainer, die immer sagen, die Vorbereitung endet nicht mit dem ersten Punktspiel, sondern geht meist noch 1, 2, 3 Wochen weiter. Ja, das ist ein Prozess, der ist völlig natürlich, das ist klar. Und, aber wir haben so, Stand heute, denke ich, die Mannschaft gut zusammen. Ja, natürlich hier und da wird man immer ein paar Baustellen haben, das ist aber auch logisch. Das geht auch den Jungs da ganz oben in der Bundesliga und in der Champions League so, würde ich jetzt mal behaupten. Und von daher, ja, wie gesagt, für das erste Spiel sind wir so gut vorbereitet, wie wir uns vorbereiten konnten, denke ich. Das werden wir auch am Sonntag zeigen und dann ist es ein Prozess, der über das ganze Jahr läuft. Also da gibt es jetzt nicht Start und Ende. Ja, Saisonstart ist schon diesen Sonntag gegen Viktoria Berlin, vor allem schon. Wir haben lange darauf gewartet. Eure Sommerpause war kurz, aber für die Fans ist eine Sommerpause immer eine halbe Ewigkeit. Auf was kommt es denn jetzt in der neuen Spielzeit an? Ist da so ein gewisser Druck, als Meister der Regionalliga Nordost aus der Relegation wieder in der Regionalliga anzutreten oder versucht man das ganz locker anzugehen? Ja, ich denke mal, der Druck wird vor allem von außen gemacht. Ja, also wir selber machen uns keinen Druck. Es ist das Fußballgeschäft läuft so, es ist eine neue Saison, unabhängig wie die letzte ausgegangen ist, geht es von null los. Jeder hat 0 Punkte, 0 Tore und da gilt es daran wieder wie letztes Jahr. Ja, also dass wir von Spiel zu Spiel denken und auf das Spiel, was kommt, fokussieren und es nicht schon 3, 4 weiterdenken. Ja, das ist ganz wichtig, damit sind wir auch letztes Jahr sehr gut gefahren, auch wenn der Start etwas holprig war, aber das gehört auch dazu. Ja, und dann glaube ich einfach, Großfavoriten, Rudi hat es vor uns gesagt, klar, natürlich gibt es 3, 4, 5 Mannschaften, die man dazu... Du nimmst mir jetzt gerade die nächste Frage vorweg, ja, das wäre meine nächste ja Frage so gewesen. Die man dazu zählen kann und vielleicht auch muss, aber das ist jedes Jahr so. Ja, also da, wir sind bei Energie, jeder Spieler, der hierher gekommen ist, hierher wollte, weiß, unter was vom Druck der Verein, die Region und wie das Spieler halt stehen. Ja. Aber gerade mit dem Wissen, dass es so ist, hierher zu kommen, zeigt natürlich, dass man natürlich von sich auch was hält, logischerweise. Und wir haben die Qualität, ja, das ist, steht außer Frage. Am Ende ist es eben so, der das am besten auf den Platz bekommt über die gesamte Spielzeit, wird am Ende oben stehen. Und da haben wir, sage ich, gute Chancen. Aber es ist ein sehr, sehr langer Weg, ja, und es kann viel dazwischen kommen. Aber wir versuchen natürlich das Beste rauszuholen. Tobi Röder hat es letztens sehr schön zusammengefasst. Er hat gesagt, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. So geht ihr die Sache jetzt auch an. Und bei Kicker Amateure gab es diese Woche erst eine Umfrage, eine Trainerumfrage. Und die hat ergeben, 17 Trainer denken, Energie wird neuer Meister der Regionalliga Nordost. Ich finde, das ist ein ganz gutes Zeichen für uns. Ja, aber das meine ich gerade, das ist so der Klassiker. Ja, da wird von sich selbst abgelenkt, ja, von den anderen Vereinen, ohne das jetzt böse zu meinen, aber das, die wissen schon genau, warum die das so machen. Ja, natürlich ist der Druck dadurch von uns von außen jetzt höher, klar. Viele, die vielleicht nicht so in der Materie drin sind, lesen das und sagen, okay, Cottbus muss es ja machen. Mhm. Und das baut natürlich einen gewissen Druck auf von außen und ja, lenkt natürlich von sich selbst ab. Also kann, ich würde jetzt nicht kann man sich da so ein bisschen abschirmen auch? Also könnt ihr das? Lest ihr alles, was so veröffentlicht, ja, wird? Oder? Also wir lesen das schon, wir bekommen das schon mit, aber wir sind auch Profi genug, dass wir sagen, wir können damit umgehen. Also wer mit dem Druck nicht umgehen kann, das kann Rudi bestätigen, da gehört in das Geschäft nicht rein. Also das ist, und da reden wir über Regionalliga, ja. Da geht es natürlich noch, erste, zweite Liga ist natürlich nochmal ein ganz anderes Geschäft, aber wie gesagt, das gehört dazu, wir wissen damit umzugehen und wir machen unser Ding und dann wird schon was Gutes bei rumkommen. Rudi wollte auch was sagen. Deswegen.
Da ist ja auch jeder ein bisschen individuell. Jeder, manche gucken rein, brauchen das, um sich selber zu pushen. Manche gucken nicht rein. Vielleicht lenkt es einen ab, aber so oder so kann man nichts dagegen machen. Es ist da. Ihr könnt schon gegenseitig eure Sätze beenden. Das, ja, das ist ja herrlich. Dafür ist die Vorbereitung auch da gewesen. Ich stelle jetzt trotzdem die Frage, was denkst du, wer wird der stärkste Konkurrent? Also was man gelesen hat, was man gehört hat, muss ich sagen, klingt sehr, sehr stark nach BFC Dynamo Berlin. Ja, die haben sehr gute Jungs geholt. Das ist Fakt, aber wie gesagt, am Ende geht es darum, wer es auf den Platz bringt. Ja, wie oft hat man schon Mannschaften gehabt, wo man dachte, boah, wow, ja, und am Ende hat es aber nicht funktioniert. Ne? Also das ist, die Mannschaft muss zusammenspielen und ich glaube, das haben wir letztes Jahr gut hinbekommen, da den Teamgeist zu fördern und ganz vorne ranzustellen, und das werden wir auch dieses Jahr schaffen. Und dann kann man vielleicht eine vermeintlich stärkere Mannschaft auch hinter sich halten. Ja, und ich bin guter Dinge. Wie gesagt, wir haben super Trainer, wir haben super Staff, es arbeitet alles sehr harmonisch zusammen und da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Ja, BFC Dynamo, du hast es gerade gesagt, aber auch der abgestiegene FSV Zwickau zählt dann natürlich irgendwie mit rein. Die ersten beiden Gegner heißen Viktoria Berlin und Rot-Weiß Erfurt. Die Thüringer kommen zu uns ins Stadion der Freundschaft. Schätz mal ein, was werden das für Gegner für uns sein in den ersten Spielen? Ja, ich glaube, in den ersten Spielen kommt es gar nicht so darauf an, welcher Gegner kommt. Die ersten Spiele sind immer schwierig. Können natürlich auch gut verlaufen, natürlich, das wünschen wir uns alle. Dafür geben wir auch Gas, aber es ist immer nach, wie gesagt, nochmal so einer kurzen Vorbereitung schwierig zu sagen, ja, ob es jetzt gut ist, dass Viktoria als erstes kommt oder wäre es besser gewesen, direkt BFC. Es ist im Nachhinein wird man das sagen können, es war gut oder schlecht, klar, da ist man immer schlauer. Ich denke, wir sind gut damit, uns auf das erste Spiel zu fokussieren, das für uns abzuschließen, und danach können wir uns auf Erfurt fokussieren und dann von Spiel zu Spiel. Wir schauen zwischendurch immer mal wieder in den Chat rein, damit wir das auch nicht vernachlässigen. Okay, Blue Panther fragt, hast du wegen der Verletzung auch deine Trainingsvorbereitung verändert, um das zukünftig zu verhindern? Ja, also ich habe einen präventiven Plan bekommen von unserem Athletic-Coach, den ich vor jedem Training mache, um einfach das vorzubeugen. Ja, verhindern kann man es wahrscheinlich nie, ja, aber man kann es sehr, sehr gut vorbeugen mit Übungen, mit Stabilisationsübungen, Kräftigungsübungen, um es halt zu verhindern, dass es vielleicht überhaupt wiederkommt und selbst wenn, vielleicht dann nicht ganz so ausartet. Ja, aber das ist auch völlig normal, also das wäre ja dumm, auf Deutsch gesagt, wenn man das jetzt vernachlässigen würde, nur weil es jetzt wieder verheilt ist. Ja. Also man muss da schon hinterher sein, um es einfach vorzubeugen, dass es nicht nochmal passiert. Veganes Wurstwasser hat geschrieben, die Trainer der anderen Vereine haben halt Ahnung. Ja, denke ich auch. Also ich habe es mir auch so durchgelesen. An Paul selbe Frage wie an Rudolf. Hast du in der Trainingsvorbereitung was, ja, das haben wir gerade gemacht, hat er beantwortet. So wie Erfurt, die als angeblich, ja, okay. Ja, ich habe auch die von Shaqs 12. Prinzipiell ist es mir egal, ob ich rechts vorne oder rechts hinten spiele. Ich wurde über 20 Jahre ausgebildet als offensiver Außenbahnspieler. Bin dann seit meiner Zeit in Chemnitz zum Außenverteidiger umgeschult worden, wie auch immer. Wir brauchten da einen und es hat ganz gut funktioniert. Von daher bin ich da sehr flexibel. Ja, also im Endeffekt geht es darum, auf dem Platz zu stehen. Ja, das ist auch bei jedem Spieler so, logischerweise. Und da steht erstmal an zweiter Stelle, auf welcher Position. Es muss halt funktionieren. Ja, und das würde ich jetzt mal von mir behaupten. Ab und zu klappt das dann, egal wo. Ich glaube, Maxi Österhelwig hat es das letzte Mal so ein bisschen verraten. Du gehst gerne angeln. Knorsten hat nämlich schon geschrieben, Paul, erzähl uns gleich mal was zum Angeln. Ja, ist selbsterklärend, Angeln. Ja, also nein, ich habe das in der Zeit in Chemnitz auch, hatte ich ein, zwei Mitspieler, die das schon gemacht haben. War früher mit meinem Vater das ein oder andere Mal schon, also ich kannte es und für mich ist es ein sehr, sehr guter Ausgleich zum Sport, zu dem ganzen Trubel, dem ganzen Hin und Her, was hier abgeht. Ja, man kann entspannen, man ist draußen, man legt auch mal das Handy beiseite, konzentriert sich halt aufs Angeln oder einfach mal abschalten können. Tut mir sehr, sehr gut, sonst würde ich es auch nicht machen. Ja, und wenn natürlich ab und zu noch mal was bei rumkommt, was dranhängt, macht es natürlich noch schöner. Ja. Ich komme aus einer Anglerfamilie, da zählt der Spruch immer, der eine schweigt, der andere hört zu. Also so läuft dann Angeln mit Männern ab wahrscheinlich.
Ja, schöner Ausgleich. Übrigens, Knorsten, hi, ich wink dir einfach mal, du hast es geschrieben. Und ihr könnt natürlich fleißig streamen, bei YouTube, bei Twitch mit dabei sein. Wir freuen uns über jede Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr Mitglied werdet, wir wollen natürlich auch, ja, Ansage aus der Regie. Hello Kitty, vielen, vielen Dank für 20 Euro, ist ja der Wahnsinn. Ja, ihr spendet schon die ganze Vorbereitungszeit, könnt ihr natürlich auch weiterhin machen. Wir freuen uns darüber und alle, die Kanalmitglieder werden, da gibt es ja so eine Liga-Staffelung, die können demnächst dann immer hier so einen Platz live vor Ort gewinnen. Heute wäre es Hello Kitty gewesen, also bitte einfach uns abonnieren, uns als Kanalmitglieder unterstützen und dann seid ihr hier bei Rot-Weiß vielleicht auch demnächst mal mit dabei. Ich frage jetzt mal ganz kurz nach, hast du vielleicht einen Song auf Halde liegen, dass wir kurz mal ein Päuschen machen. Klingt doch sehr gut. Also, wie gesagt, YouTube und Twitch, nachher gibt es noch das Quiz und wir trinken jetzt erstmal einen Schluck und sind gleich wieder für euch da mit Ausgabe Nummer 4 mit Rudolf Ndualo und Paul Milde.
Okay, ich glaube, das war jetzt das Ende des Tracks. Hier stand auch gerade, Nim hat geschrieben, abgespacede Musik. Das ist Wunschmusik von Jonas Hildebrand für Axel Borgmann. Grüße gehen raus. Also Axel sollte vielleicht demnächst mal eine Playlist für uns machen. Und Maxi Österhellwig, du hast uns letzte Sendung versprochen, du machst uns eine Playlist bei Spotify. Du machst sie uns fertig und stellst sie öffentlich. Wir warten immer noch drauf. Und da das hier gerade Thema war, die Paderborn-Tickets ist natürlich auch so ein Thema. Klar, die gibt es jetzt mittlerweile schon für Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Könnt ihr alles online erledigen. Ihr habt einen Link zugeschickt bekommen letzten Donnerstag. Und ansonsten gehen die Tickets nächsten Montag am 31. Juli in den freien Verkauf. Und dann gibt es sie natürlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Paderborn ist dann am 13. August, 18 Uhr. Und wir freuen uns natürlich auf den DFB-Pokal und auf unsere beiden Gäste hier heute. Und es wurde schon gefragt, ob Rudi irgendwie auch noch kommt. Natürlich, Rudi kommt auch nochmal dran. Keine Frage. Wir kommen jetzt erst nochmal zu Paul. Du wolltest noch zwei Chatfragen beantworten. Ja, die eine Frage war, da oben steht es noch, welche Fans lauter sind vom CFC, OFC oder von Energie. Sehr spannende Frage. Ich glaube, jedes Stadion, jeder Verein hat so sein Charme. Ja. In Offenbach ist natürlich das Stadion nochmal einen Ticken größer und einen Ticken anders gebaut. Ja, da ist die Stehtribüne auf der Längsseite, was natürlich schon einen großen Einfluss auf die Lautstärke hat. Aber ich muss sagen, hier in Cottbus, auch damals schon als gegnerischer Spieler oder von der gegnerischen Mannschaft, war immer sehr, sehr beeindruckend. Das macht damals sehr viel Spaß gemacht, trotz Gegner. Macht heute noch viel, viel mehr Spaß, für Cottbus dann zu spielen. Deswegen, wer lauter war, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, jeder Verein hat seinen Charme. Jede Fans haben ihre eigenen Gesänge. Es ist überall, macht es sehr, sehr viel Spaß, genauso wie hier. Unsere Nordwand singt euch natürlich immer sehr, sehr gerne nach vorne. Hier hat Gianluca gerade geschrieben, Rudi ist so ein cooler Typ. Siehst du, Rudi? Finde ich auch. Findet er auch. Hast du eigentlich Rituale vor dem Spiel? Klatschst du mit Lautzi ab oder küsst du deine Fußballschuhe oder irgendwas? Tatsächlich nicht, nein. Also Rituale. Ich könnte jetzt vielleicht sagen, dass ich zu 98% der Zeit vorm Spiel abends Nudeln esse. Ja, mit Tomatensauce und Jagdwurst. So ein, glaube ich, typisches ostdeutsches Gericht. Kochst du das selbst? Ja, meistens. Okay. Entschuldigung, meistens. aber das, wenn ein Ritual, dann ist es das, ja. Also was anderes habe ich da nicht großartig. Ich sag jetzt nochmal Danke an Frank. Frank, vielen Dank für 10 Euro, hast du uns gerade gespendet. Ihr könnt natürlich auch ins Honigtöpfchen was reinpacken bei Twitch, ne? Das ist natürlich auch alles möglich. Und bei Twitch gibt es später auch noch das Quiz vom Energiemuseum. Da geht es auch nochmal um den Saisonstart. Und ich komme jetzt nochmal kurz aufs Saisonfinale zu sprechen. Das ist so ein Augenrollthema, das weiß ich. Ihr kennt die Gegner ja jetzt schon. Ihr habt ja letzte Saison größtenteils alle hinter euch gelassen. Ihr seid als Meister und Pokalsieger in die Relegation gegangen, leider gescheitert. Wie hast du dich denn eigentlich wieder gefangen in der kurzen Zeit der Regeneration? Ja, also ich muss sagen, die ersten 10 Minuten nach dem Spiel war leer. Also ich saß zum ersten Mal in meinem Leben oder in meiner Karriere in Unterhaching in der Dusche alleine. Trikot über dem Kopf und einfach nichts. Also es war wirklich keine Ahnung. Also ich kann ja nicht mehr sagen, was ich da gedacht habe, weil es war nicht viel. Dann hatte ich aber in dem Sinne das Glück, dass ich 2 Tage später zu meiner Familie in Urlaub konnte, da sehr, sehr gut abschalten konnte. Ja, und dann war schon wieder die erste Vorfreude, kam dann schon wieder auf die neue Saison, weil das gehört auch dazu, dass man dann ja, es ist halt leider vorbei, man kann es nicht mehr ändern, ja, und dann sich relativ schnell zu fokussieren auf das, was kommt, finde ich persönlich sehr wichtig. Dem einen fällt es einfacher, dem anderen ein bisschen schwieriger, ist aber völlig normal. Und ja, deswegen, also die ersten 1-2 Tage waren schon knackig, aber dann ging es relativ schnell wieder bergauf. Du hast es gerade gesagt, Urlaub war nicht allzu lang, was hast du gemacht? Wir waren in Dänemark an der Ostseeküste. Es war sehr, sehr schön. Meine Eltern waren dabei, meine Frau, meine 2 Kinder. Ich hatte leider nur 5 Tage, ja, weil wir das ein bisschen anders geplant hatten, bevor die Spiele verschoben wurden im Oktober oder November, glaube ich. Aber es ist trotzdem, jeder Tag hat geholfen und ja, es war sehr, sehr schön. Wie entspannst du sonst, also nach so harten Trainingseinheiten oder nach Testspielen? Da waren ja jetzt auch mal Testspiele dabei, die wirklich Tag auf Tag auf Tag waren. Wie sieht deine Regeneration aus? Ja, zwischen den anstrengenden Tagen schwierig.
Meistens folgt das dann an den paar Tagen danach. Ja, also es ist viel schlafen, so viel wie man bekommen kann zumindest. Ja, dann viel, viel Zeit mit den Kindern verbringen. Viel draußen, wie gesagt, da wo nicht so viele Medien, Fernseher, dies, das drumherum ist, sondern einfach ein bisschen abschalten, Kopf mal ausschalten, mal ein bisschen was anderes sehen, was anderes hören. Und ja, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann 3-4 Tage braucht, also es geht relativ schnell. Oder angeln gehen. Oder angeln gehen. Hast du die Spree auch schon mal angepeilt irgendwie? Noch nicht, aber ich hatte vor uns auch gelesen, dass einer geschrieben hatte, dass ich die Spree leer angel. Kann ich gern machen, muss ich mir bloß noch zeigen. Knorsten hat geschrieben, die gute alte DDR-Tomatensoße mit Ketchup und Mehlschwitze wie bei Mutti. Ja, Ketchup weniger, aber ich weiß nicht, wer die Soße kennt, ist die Bautzner. Die Bautzner Soße, ja. Absolute Lieblingssoße meiner Frau. Ich bin auch mal froh, wenn es die normale Tomatensoße ist. Aber ja, ich denke, hier ist es bekannt. Hat Frank jetzt nochmal 10 Euro gespendet, oder? Ja? Wahnsinn. Also ihr seid wirklich, ihr seid Top-Fans. Und hier wurde auch schon geschrieben, vielen, vielen Dank für die Unterschriften. Das Trikot ziert jetzt meine Wohnzimmerwand, hat Charlie geschrieben. Ihr habt da anscheinend schon bei Charlie unterschrieben. Sehr gern. Ja. Kann Rudi auf seine Jugendjahre speziell bei Energie eingehen? Wie kam er zum FCE? Wer waren die prägendsten Personen? Wie war der grobe Tagesablauf und warum ist er dann gegangen? Hat Janek gefragt. Ja, sehr gute Frage. Ich bin ja auch gebürtiger Brandenburger. Ne? Durch Sichtungen damals. Damals war es ja immer mit den Kreisauswahlen, dann Landesauswahlen, da ein bisschen. Da gab es halt Sichtungen für die Sportschulen. Cottbus und Frankfurt-Oder war es, glaube ich, damals. Mhm. Ja, da habe ich halt meinen Platz bekommen bei Energie. Ich habe da in der U14 angefangen, bis zur bis zur U17, glaube ich, war das. Und Tagesablauf ganz normal, halt mit 12 in Internat eingezogen, Schule parallel gemacht, habe bis zur 10. Klasse war ich hier gewesen und dann habe ich mich einfach entschieden, einen anderen Schritt zu gehen, einen anderen Verein, habe dann eine Ausbildung angefangen, ja, dann, das war es eigentlich schon. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Ich habe 2 Jahre als Sport- und Fitnesskaufmann eine Ausbildung gemacht. Ah, okay. Ja. Also willst du vielleicht nach der Fußballkarriere mal so in die sportliche Richtung gehen? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, damals, wo ich ja noch ein bisschen jünger war, so mit 17, 18, war das auch so ein bisschen die Richtung, wo ich sage, okay, Sport will ich unbedingt machen, auch Eltern, ein bisschen von deren Seite. Mittlerweile gucken wir in 10 Jahren, ne, oder später, ob ich immer noch was mit Sport zu tun haben will. Hast du eigentlich damals in der Sportschule schon einen deiner heutigen Mitspieler getroffen? Jonas Hildebrand oder so? Ich habe die getroffen da. Also die waren halt natürlich ältere Jahrgänge. Mhm. Der Joshi, Hille, die waren halt da. Ja, man hat die aber gesehen, die waren ja alle älter. Ich war noch ein bisschen jünger. So, du hast Rudolf Ndualo neben dir sitzen. Wir haben uns ganz schön verstärkt in der Sommerpause, hast du auch schon gesagt. Wie ist dein Eindruck von den Neuen? Also es sind charakterlich, passen alle perfekt rein. Da gibt es keinen, der irgendwie aus der Reihe tanzt oder denkt, er wäre besser als die anderen. Sportlich genauso. Also wir haben die Positionen, die wir verloren haben, sehr, sehr gut aufgefüllt. Wie gesagt, wir müssen den Jungs auch noch ein bisschen Zeit geben, auch nach den ersten 1, 2, 3 Spielen, sich zu akklimatisieren, sich einzufinden. Es ist nicht ganz einfach, ja, weil die Mannschaft so schon sehr, sehr gut ist. Ja, und wie gesagt, der Druck von außen natürlich da ist, bei dem einen vielleicht mehr als bei dem vorherigen Verein. Und deswegen ist es, wie gesagt, wichtig, von unserer Seite aus wird das auf jeden Fall gegeben sein. Ja, aber auch von außen, von den Fans, dass man vielleicht auch den einen oder anderen schlechteren Tag am Anfang verzeiht. Ich kenne das, ja, wenn man neu zum Verein kommt, von vielleicht auch einem kleineren Verein, wo es nicht so der Druck und der Trubel drumherum ist. Den Jungs einfach Zeit zu geben, ja, und ich glaube, dann werden uns alle, die wir dazugeholt haben und alle, die geblieben sind, zusammen sehr, sehr viel weiterhelfen können. Ich glaube, da haben der Trainer und der Staff auch immer ein gutes Händchen, wie sie euch so zusammenwürfeln. Wir haben jetzt letzte Saison viel beobachtet bei Energie. Gibt es denn eigentlich noch Schwächen, die wir haben, die wir abbauen müssen? Ich habe es gerade nicht ganz zugehört, entschuldige, weil ich gerade eine Frage gelesen habe. Okay. Ja. Welche von Thorsten, oder? Ja, genau. Ich kenne den Sportplatz durchaus. Jetzt ist die Frage, was mal vorbeikommen heißt.
Natürlich kann ich vorbeikommen. Wir sind auf ein Bierchen mal. Vorbeigehen am Sportplatz. Ja, dann gern alkoholfrei, aber wir sind da sehr oft spazieren. Also müssen wir uns mal verabreden. Dann mach das mal. Okay, ich wiederhole die Frage jetzt nochmal. Du hast viel beobachten können letzte Saison bei Energie. Gibt es irgendwelche Schwächen, die wir noch abbauen müssen können? Bei der Mannschaft oder? Mhm. Ja gut, ich glaube, Schwächen wird es immer geben. Also es gibt keine perfekte Mannschaft, nicht bei uns. Ich habe gerade überlegt, nennen sie vielleicht doch nicht, falls nein, konkurrierende darum Vereine... Darum geht es ja nicht. Wie gesagt, es gibt keine perfekte Mannschaft. Ja, egal ob auf unserem Niveau oder 4-5 Klassen höher, 3-4 Klassen höher. Deswegen, die Schwächen werden sich dann auch, obwohl ich Schwächen sehr krass finde als Wort, zu krass eigentlich, aber ja, es gibt immer Stellen, wo man dran arbeiten muss, sagen wir es mal so ran. Die wird es immer geben, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Dann ist halt die Frage, welcher Verein, welche Mannschaft das am besten aufarbeiten kann und es dann umsetzen kann und es besser machen kann. So einfach ist es gesagt, so einfach ist es aber nicht, das zu machen, klar. Aber ja, die Baustellen werden uns dann schon noch aufgezeigt werden in den Spielen und dann geht es daran, dran zu arbeiten. Okay, ich nehme Schwächen zurück. Dinge, an denen man noch arbeiten kann. Ja, okay, gut. Tut mir leid, wollte ich so nicht formulieren. Wie bist du eigentlich irgendwann mal zum Fußball gekommen? Stand von Anfang an fest, Papa war Profi und Paul wird irgendwann in seine Fußstapfen treten? Also ich weiß nur, dass ich dann irgendwann angefangen habe, Fußball zu spielen. Warum, keine Ahnung. Nein, ob das vorbestimmt war, kann ich nicht sagen. Also ich habe ja auch noch einen jüngeren Bruder, der es auch probiert hat. Für ihn war es nicht so. Was auch gar nicht schlimm ist, er hat dann einen anderen sportlichen Weg gefunden mit Rudern und geht da auch jetzt aktuell seinen Weg als Trainer und so. Und ja, deswegen, ich habe es gemacht, es hat mir anscheinend Spaß gemacht, war jetzt auch vielleicht nicht der Schlechteste. Und deswegen, aber dann, wo es mir mehr bewusst wurde, wo ich dann älter wurde, klar, es hat sehr viel Spaß gemacht, der Ehrgeiz war da. Das war auch immer natürlich der Anreiz, dass der Papa selber gespielt hat, ne? Das wusste ich dann auch irgendwann und konnte es einordnen. Und ja, es gab dann relativ schnell nur noch den Weg zu sagen, alles oder nichts auf die Schiene. Und ja, hätte vielleicht anders laufen können, aber ich bin absolut zufrieden, dass ich aktuell hier bin und so wie es bis jetzt gelaufen ist. Man kann es vorher nicht wissen, das ist klar. Noch bin ich nicht so alt, also ich habe noch ein paar Jahre vor mir und versuche die optimal zu nutzen. Ja. Und wenn es dann irgendwann vorbei ist, ist es dann vorbei und dann gibt es dann noch ein anderes Leben. Also. Darüber reden wir jetzt aber gar nicht. Ja. Ne? Noch läuft es, es läuft, Paul. Du hast es gerade gesagt, du bist froh hier zu sein. Was hat dich denn damals von Cottbus überzeugt? Ja, viel Überzeugungskraft brauchte keiner leisten. Wie gesagt, ich habe mit Borussia Bautzen schon hier gespielt in der Regionalliga. Ich glaube, mit Chemnitz hatten wir mal ein Testspiel hier. Und ja, als dann klar war oder als es hieß, Cottbus hat auch großes Interesse, war das für mich klar. Also es ging natürlich von Offenbach wieder auch ein Stück Richtung Heimat zurück. Und ich kannte den Trainer natürlich als Gegenspieler etwas anders, als man ihn dann so kennengelernt hat, klar. Aber wie gesagt, es musste mich niemand überzeugen. Also es war für mich sofort klar, das mache ich, wenn das funktioniert. Und deswegen bin ich absolut zufrieden und froh, dass es geklappt hat, auch wenn das letzte Jahr jetzt verletzungstechnisch leider nicht so lief, wie wir uns alle vorgestellt haben. Aber dafür kommt jetzt ein Neues. Dafür kommt er jetzt zurück, der Paul. Wir gucken einfach nochmal in den Chat rein. Rudi, hast du jetzt zwischendurch irgendwas gelesen, was interessant wäre? Gummibärchen. Wir wollen ja gerne von Katjas gesponsert werden. Hallo Katjas. Hi. Ja, ich liebe Süßzeug, deswegen könnt ihr euch mal merken. Gummibärchenpackung nehme ich gerne an. Also zum Spiel immer Gummibärchen mitbringen, dann schießt der Rudi besonders viele Tore. Weißt du eigentlich, dass wir mit dem Chat so eine Vereinbarung haben? Nee. In den Testspielen, ich glaube, es war in Bergen. War es in Bergen? Da war das Tor anfangs für dich so ein bisschen zugenagelt und dann hat jemand in den Chat geschrieben, wenn er das Tor heute doch noch trifft, gibt es für jedes Tor ein Euro. Okay. Du hast uns ein ganz paar Euros beschert. Bitteschön. Also, wir würden das gerne fortführen, Rudi. Okay, ja? Machen wir so. Gut, machen wir so. Ist vereinbart. Was ist Rudi die ganze Zeit? Haben wir geklärt. Wen seht ihr als Aufstiegsfavoriten? Können wir vielleicht nochmal Rudi fragen? Paul hat sich dazu schon geäußert. Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt gehabt.
Würde ich jetzt nochmal sagen, uns, Erfurt, Jena, aber auch BFC. Also bei Jena und Erfurt ist ein bisschen Zwiespalt, aber das werden wir ja sowieso erst in der Saison sehen. Da kann nochmal alles passieren. Erik fragt, werden bald wieder die größeren Größen verfügbar sein an den Heimtrikots? Ich kann euch sagen, wir haben letzte Woche eine Lieferung reinbekommen von Macron und das dauert immer ein bisschen länger. Die kommen aus Bologna und man weiß nicht wirklich, wann sie hier bei uns landen, aber letzte Woche kam eine Lieferung. Die habt ihr schon wieder komplett ausverkauft, was die großen Größen angeht. Da spreche ich jetzt von 3XL und 4XL, aber ich weiß, der FCE ist hinterher und die Größen kommen. Sie kommen, wir wissen nicht genau wann, aber es ist alles auf dem Weg. Also wird bald wieder verfügbar sein. Welche Größe tragt ihr? M. Ich auch M. Also beide M, wenn sich daran jemand orientieren möchte. Katja, Sponsoring incoming, das hoffen wir wirklich sehr. Rudi und Paul, was ist euer Tipp gegen Viktoria Berlin? Boah, da halte ich mich zurück. Werden wir da sehen. Weiß ich nicht. Ja, wie vorhin schon gesagt, erstes Spiel, kann alles passieren. Ich gehe natürlich davon aus, dass wir das Spiel für uns entscheiden. In welcher Höhe, würde ich jetzt nicht sagen wollen. Und Marvin fragt, wie kam es dazu, dass du nach Ruhland gezogen bist? Relativ einfach, da wir ja, meine Frau und ich, ursprünglich aus der Nähe von Dresden sind, ist natürlich unsere Familie auch da. Und da haben wir gesagt, wenn wir schon jetzt aus Offenbach gesehen wieder Richtung Heimat kommen, schauen wir, dass wir vielleicht was so auf der Hälfte finden, einfach um den Weg zu den Großeltern für die Kids zu vereinfachen, falls mal was sein sollte oder generell einfach. Mich stört die lange Fahrt nicht, also das ist gar kein Problem und wir fühlen uns da sehr wohl. Es ist sehr ländlich, ja, mit Hund und zwei kleinen Kindern, auch angenehmer als zum Beispiel in Offenbach, da haben wir mittendrin gewohnt. Ja, und deswegen, wir haben die Wohnung da gefunden, gesehen, gefunden und hat uns super gefallen und sind absolut zufrieden. René hat geschrieben, wir haben ja jetzt schon über deinen Papa gesprochen. Was macht denn Papa Rocco momentan? Ja, mein Vater betreibt in Dresden zwei Bowlingcenter, zwei größere, und ist damit selbstständig. Janek Jansen, wie frustrierend war die Saison für Paul? Viele kleine Verletzungen, dadurch wenig Spielzeit, im Rallye-Rückspiel dann als Einwechsler Akzente setzen können. Wie schwer ist es, da mental dran zu bleiben? Ja, also die Achillessehnen-Geschichte war schon echt sehr anstrengend. Es war auch zum Glück meine allererste längerfristige Verletzung. Bei der speziell ist es halt das Problem, dass keiner sagen kann, in 3-4 Wochen oder Monaten geht's wieder. Es war immer ein Testen, Testen, Testen. Funktioniert's, hält's oder kommt der Schmerz wieder? Und das, muss ich sagen, war schon echt anstrengend. Also da hat man auch Tage gehabt, wo man gesagt hat, also eigentlich sehr schwierig, ja, aber es war für mich die ganze Zeit trotzdem klar, oder ich habe nie den Gedanken daran gehabt, das ist Schluss, logischerweise. Deswegen, also es ist schon anstrengend gewesen, aber ich hatte gute Leute um mich drumherum, die mich unterstützt haben, Familie, sowie auch hier beim Verein, alle beim Verein. Und deswegen, es ist vorbei, ich hoffe, es kommt nie wieder und ich gucke nach vorne. Das hoffen wir auch, wir drücken alle Daumen dafür. Wir möchten dich nämlich spielen sehen in dieser Saison. Und warum hast du gerade gelacht? Weil da immer steht, Rudi, komm in Hotel. Ja, das und die letzte Frage. So, kannst du auch andere Sportarten gut, zum Beispiel Tischtennis oder Basketball? Weil wir gerade zwischen den Trainingseinheiten haben wir ein bisschen gespielt. Ne? Was ist es, Tischtennis oder Basketball? Na, wir haben beides gespielt gehabt. Ah, okay. Und was kannst du besser? Ja, ich würde sagen, Basketball bin ich ein bisschen besser, aber ich sah heute bei beiden nicht so gut aus. Ja. Okay. Wer steckt denn hinter Daleks? Das ist der Pogo bei uns, der Alex. Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine kleine Chatfrage und dann würde ich schon mal unserem Stadion-DJ Fabi ein Zeichen geben. Oh, Fabi. Legst du ein Lied drauf? Die Frage, Berge oder Meer? Die würde ich gerne noch stellen von Sven. Berge oder Meer? Bei mir ganz klar Meer. Ja, auch. Auch wenn es schwerfällt. Du kommst aus Sachsen und gehst nicht gerne wandern? Richtig. So, der andere Teil der Familie tut das sehr, sehr gern. Deswegen ist es für mich sehr schwierig, mich durchzusetzen, aber Meer. Meer. Also wir fahren gerne ans Meer. Und ab geht's. We'll be right back.
Rot-Weiß Nummer 4, heute mit Paul Milde und Rudolf Ndualo. Ihr schreibt fleißig Fragen in den Chat, dürft ihr natürlich sehr gerne. Wir streamen über YouTube, über Twitch. Wir freuen uns über jede Kanalmitgliedschaft bei YouTube, wenn mal wieder irgendwas sein sollte, dass wir euch die Spiele auch übertragen können. Denn man muss immer wieder dazu sagen, wir leben nicht von Luft und Liebe. Nein, auch hier steckt natürlich viel Arbeit und viel Geld dahinter. Und auch bei Twitch gibt es so einen kleinen Honigtopf. Werf da einfach mal was rein. Und bei Twitch gibt es nachher dann auch noch unser Energiequiz. Da geht es natürlich um den Start der neuen Regionalliga-Saison. Und ihr könnt mitmachen. Heute einen Gutschein gewinnen von Intersport Wawrock in der Spreegalerie. Und die ganze Zeit wurde schon gefragt, kommt Rudi noch zu Wort? Rudi hat vorhin schon die ganze Zeit geredet, er hat schon Fusseln am Mund, aber ja, natürlich. Rudolf Ndualo, in Brandenburg an der Havel geboren, 24 Jahre jung, gerade erst geworden am Wochenende. Fußballkarriere begann beim Brandenburger SC Süd, spielte auch schon in unserer eigenen Jugend, hat er vorhin schon erzählt, im Nachwuchsleistungszentrum des FC Energie Cottbus von 2013 bis 2016. Seine Station TB Berlin, Arminia Bielefeld, unser nächster Gegner Viktoria Berlin, MSV Duisburg und zuletzt Ligakonkurrent Babelsberg 03, verstärkt uns im Sturm rechts außen. Unser Trainer ist davon überzeugt, dass Rudi unser Flügelspiel beleben wird. Rudi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's super. Sehr gut. Auch du musstest ja eine schwere Verletzung hinnehmen in deiner Zeit beim MSV Duisburg. Was ist passiert und wie geht's dir heute? Ich habe mir damals schon eine schwere Verletzung zugezogen. Wadenbeinbruch, Syndesmosebandriss und Knorpelschaden. Ja, alles im Training halt ein bisschen ungünstig gewesen, aber ich kann sagen, natürlich ist noch nicht alles hundertprozentig, aber mir geht's super und ich merke eigentlich gar nichts mehr. So. Das ist sehr schön. Du kennst die Regionalliga Nordost auch sehr gut, aus eigener Erfahrung. Was hat dich überzeugt? Warum der FC Energie Cottbus? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Verein hat eine Wucht. Ne? Ich kenne den Verein aus meinen jungen Jahren, aus meiner Jugendzeit. Erste Mal Stadion war bei Energie gewesen und auch als Gegner, muss ich sagen, bleiben die Lieder beim Einlaufen im Kopf. So. Bisher ja mit der Nordwand immer gegen dich, aber ab sofort hast du diese Kulisse hinter dir. Das ja. Ist schon, also diese Nordwand nimmt man schon wahr, oder? Ja, hundertprozentig. Also wenn du da drauf spielst oder gegen, ist es immer was anderes und ich glaube mit kann es halt auch nochmal beflügeln. Ja. Du beflügelst ja alles. Ja, das stimmt. Ohne Red Bull. Wurdest du gut? Ja, Gott sei Dank. Gibt es nur in anderen Städten. Wurdest du gut aufgenommen? Fühlst du dich schon als Teil der sehr, sehr großen Energiefamilie? Ja, hundertprozentig. Also ich war ja eigentlich, kann man ja auch so sehen, ich war nie draußen gewesen. Also ich bin einfach wieder da. Und ja, alle nehmen mich gut auf. Vom Vereinsseite aus, von Mitspielern aus. Und wie gesagt, ich kenne mich ja hier schon gut aus. Die ersten Tage und Wochen liegen jetzt hinter euch. Wie schätzt du die gemeinsame Arbeit ein? Was macht den FC Energie Cottbus spielerisch aus? Ich sage, verglichen halt zu anderen Vereinen, also speziell bei uns sind wir schon eine sehr spielstarke Mannschaft. Wir haben eine Intensität drin. So, das merkt man halt auch, glaube ich, wenn man uns zuschaut, dass wir halt sehr offensiv spielen wollen und es auch können. Und was ich halt auch sehr gut schätze, wir sind sehr ausgewogen. Also egal, wen du halt reinbringst, du hast halt Qualität auf der Position und das kann halt nicht jeder sagen. Und das ist eine Sache, die halt sehr positiv ist für uns. Was bringst vor allem du individuell ins Team ein? Was sind deine Stärken und worauf dürfen wir uns freuen? Ja, ich würde sagen, also ich bin dribbelstarker, schneller Spieler. Habe ich ja vorhin auch mal irgendwo gelesen, Testspielen bist du sehr wuselig gewesen. Ja, also will ich auch sagen, so manchmal sieht das aus, als hätte ich Glück in manchen Situationen, aber nein. Nach den ganzen Jahren habe ich gemerkt, das können in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es so aussieht. Aber ja, auf jeden Fall Tempo-Dribbling würde ich sagen. Im Umschaltspiel werde ich da, glaube ich, schon gut was leisten können. Darauf freuen wir uns dann in der nächsten Saison. Hier hat schon jemand geschrieben, ultra sympathisch die beiden. Markus. Dankeschön. Prokopenko Stream Sniper heute, fragt Nim. Ja, hundertprozentig. Ja, schaut euch mal die Fragen an. Ja, die kommen von ihm.
Katjes war da und hat die Schüssel aufgefüllt, ja, so sieht's aus. Nachschubgummibärchen für Rudi. Ja, wir verwöhnen unsere Spieler gerne. Was macht Nils Pedersen kann wieder? Gunther, wie meinst du diese Frage? Schreib einfach nochmal rein. Ach so, und unser Stadionsprecher Nico, der ist ja großer Dartspieler und der möchte immer wissen, wie steht es um die Dartsfähigkeit der beiden? Und wird es da demnächst mal ein Energie-Dart-Turnier geben? Dart? Kenne ich, ja. schwierig, ganz schwierig. Also wenig gespielt. Beim Turnier, ich nehme gern teil, habe da meinen Spaß, aber ich glaube, das war's dann auch. Ja, würde ich genauso weitergeben. Also da hatte ich andere Vereine, da hatten wir da schon ein paar Experten gehabt mit eigenen Pfeilen und eigenen Teppichen, ne? Aber ist jetzt nicht so meins. Kann ich, aber ist nicht so meins. Mir wurde damals gesagt, wenn wir hier diese Sendung machen, dann soll ich mit den Spielern immer irgendwas spielen. Deswegen hängt auch so eine Dartscheibe. Und ich bin da aber auch null talentiert. Können wir gerne machen. Also gegen die beiden würde ich dann doch spielen. So ein schlechter Verlierer. Wer hat mit Nils Pedersen Kontakt, fragt Gunther. Hat jemand von euch mit Nils Pedersen Kontakt? Nein. Ja. Okay, hätten wir das auch geklärt. Bagildo sagt noch alles Gute nachträglich, Rudi. Vielen lieben Dank. Mit wem aus dem Team versteht ihr euch am meisten, fragt Diana. Das ist natürlich eine super Frage. Nein, also wie wir schon, denke ich, jetzt das ein oder andere Mal rübergebracht haben, ist es sehr harmonisch. Es gibt nicht diese typische Gruppenbildung, Grüppchenbildung, wie man es immer gern nennt. Rudi meint ja auch gerade, es ist sehr harmonisch, es ist ein Gefüge, ja, und genau das ist das, was auch uns letztes Jahr ausgemacht hat. Natürlich haben wir einige Spiele abgegeben oder verloren, neue sind dazugekommen, aber ich glaube, er hat es ganz gut gesagt, dass so wie er aufgenommen wurde, natürlich auch die anderen Spieler aufgenommen wurden und es ist sehr, sehr, sehr angenehm und deswegen, also es wäre jetzt ja, unfair, würde ich es mal nennen, zu sagen, mit dem und dem verstehe ich mich besser, weil das heißt, mit einem anderen würde ich mich nicht so verstehen und das ist absolut nicht der Fall. Also es ist wirklich ein Team und hier steht, Benjamin hat geschrieben, ich habe gegen Rudi in der Jugend gespielt mit Brieske, 21-0 verloren und du hast ganze 7 Tore gemacht. Das könnte sein, aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Sven schreibt, was ist für euch die DNA von Cottbus? Lausitzverein, Ostverein, Wollitzverein? Kannst du, glaube ich, besser beantworten als ich. Also ich würde, wenn man es so nennen kann, ganz klar sagen Wollitzverein. Ja, ich glaube, er prägt den Verein sehr, hat ihn schon sehr geprägt, ist auch sehr präsent, natürlich nach jedem Spiel, vor jedem Spiel. Unser Trainer? Nee. Ist einfach seine Art und Weise und ich glaube auch, wenn man im Westen einige fragen würde, würde er als erster Name Wollitz in Verbindung gebracht werden mit FC Energie Cottbus. Deswegen Ostverein finde ich ein bisschen zu krass, weil dafür gibt es, Entschuldigung, aber dafür gibt es auch andere Vereine im Osten, die ihre Berechtigung haben, ja, was jetzt weder ein Vergleich sein soll noch was anderes. Aber ja, ich glaube, das Wollitz ist schon ein guter Anhaltspunkt auf jeden Fall. Aber wenn man mit, also ja, Wollitz auf jeden Fall, aber Ede Geier ist natürlich auch ein Name, den man mit Energie und Trainer in Verbindung bringt. Absolut, aber ich glaube, gerade so unsere Generation wahrscheinlich eher. Ja, unsere Wollitz. Generation eher Wollitz, definitiv. Ja, Knorsten möchte lieber ein Energieangelturnier. Also, Knorsten, ich habe keine Ahnung, wie du dir das vorstellst, wenn alle sich da voll schweigen. Das machen wir. Knorsten ist schon genehmigt. Ich werde dann wahrscheinlich die Einzige sein, die dort vor Ort irgendwie redet und die Fische vertreibt. Aber die Jungs müssen das dann eben sportlich nehmen. So, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie hier ruhig rein. Sashi fragt jetzt zum Beispiel, achten die beiden auf ihre Ernährung? Ja, Rudi isst Gummibärchen von Katjes. Ja, ich würde schon sagen, ich achte auf meine Ernährung. Aktuell lebe ich ja so im Hotel und anders ist es zu Hause auch nicht. So, ich würde sagen, halt, das ist irgendwie schon drinne, ne? So, du guckst, also ich gucke jetzt nicht spezifisch, was ich esse, Kalorien, keine Ahnung was, aber ich weiß, was gut für mich ist und was nicht. Ab und zu brauche ich mal ein bisschen Zucker, ist mein Ausgleich, aber das ist schon automatisch drin, nach den ganzen Jahren, was ich essen kann, was nicht. Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Bei mir ist eben noch der,
der Punkt, dass dann zu Hause beim Abendessen, selbst wenn wir darauf achten, bei den Kids natürlich gibt es alles, ja, die sollen die volle Palette bekommen und da bleibt natürlich hier und da immer mal was übrig und das soll man natürlich nicht wegschmeißen, also muss es natürlich von uns gegessen werden, ne? Aber nein, also es ist jetzt nicht so, dass ich da jede Kalorie zähle oder ähnliches. Es ist, ja, ich würde sagen, eine gute Mischung, ich fühle mich wohl, ich fühle mich fit und von daher sehe ich da bei mir keinen Bedarf, irgendwas zu ändern. So, kommen wir mal zu meinen Fragen zurück. Ihr könnt natürlich noch fleißig reinschreiben. Wir schauen da gleich wieder rein. Die Vorbereitungszeit war ja sehr intensiv. Insgesamt 8 Testspiele habt ihr absolviert, Trainingseinheiten. Wie war die Vorbereitung für dich? Bist du fit? Bist du ausgepowert? Ich würde sagen, auf jeden Fall ausgewogen. Kurz, aber trotzdem schon intensiv. Ich sage halt auch, die Spiele in einer kurzen Zeit waren schon wichtig gewesen, um einfach reinzukommen, ein Gefühl zu haben und auch ein positives Gefühl mitzunehmen. Und ich würde schon sagen, also 100% nicht, aber schon auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Also ich glaube, gib mir 1-2 Spiele und danach bin ich auf 100%. Wie erlebst du denn das Training unter Trainer Pele Bolletz? Das heißt immer, das ist ein sehr intensives Training. Hast du da Unterschiede gemerkt? Unterschiede an sich nicht vom Training her, sondern einfach von der Qualität. So, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Du hast halt eine Mannschaft, die qualitativ halt anspruchsvoll ist. Und das merkt man halt schon bei Kleinigkeiten, wenn es um Passspiel geht oder halt um anderen Sachen. Und das ist ja, glaube ich, eher, wenn du mit guten Spielern zusammenspielst, ist halt sowieso alles anstrengender. Da kann das Training auch leicht sein. Jetzt am Wochenende heißt es Saisonstart. Das erste Spiel für unseren FC Energie Cottbus ist auswärts bei Viktoria Berlin. Übrigens für alle Auswärtsfahrer hat der FCE jetzt auch den Link veröffentlicht, wie ihr an eure Tickets kommt. Und da fragen wir uns natürlich auch, wie fit seid ihr? Also und wie heißt vor allem auf die neue Saison? Jetzt auch mal wieder reden. Also heiß sind wir auf jeden Fall. Wie fit wir sind, werden wir sehen. Wie vorhin schon gesagt, ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet, soweit wir uns vorbereiten konnten. Ja, die Zeit war sehr kurz für eine Vorbereitung, aber ich glaube, wir sind so professionell und haben die Qualität, die Rudi gerade angesprochen hat, um das im schlimmsten Fall zu überspielen. Ja, und deswegen denke ich, wird das da am Sonntag ein guter Start für uns werden. Du kennst ja Viktoria aus der Liga, du hast selbst für Viktoria gespielt. Was wird das für ein Gegner? Ich würde sagen, jetzt aktuell habe ich nicht wirklich viel mehr mit dem Verein zu tun. Da sind eigentlich auch, ich glaube, gar keine Mitspieler mehr, mit denen ich zusammengespielt habe. Eventuell einer. Aber es ist halt, glaube ich, weiß jeder in der Liga, Berliner Vereine sind immer Zocker. Die können immer Fußball spielen. Und ja, darauf müssen wir halt bereit sein, gewappnet sein. Die können halt auf dem Platz was zeigen. Paul, du hast gerade gelacht. Lustiger Kommentar im Chat. Nein, ist amüsant. ich lese mir bloß die Fragen durch. Es sind sehr interessante dabei, ob der Kader nochmal besser geworden ist von Benjamin. Wie gesagt, wir haben uns auf allen Positionen, die wir verloren haben, sehr gut verstärkt, sehr gute Jungs geholt. Ich sage nochmal, wir müssen den Jungs Zeit geben. Ja, es ist nicht selbstverständlich, bei Energie oder zu Energie zu wechseln. Und man kann dann nicht verlangen, dass es von vornherein dann funktioniert. Kann natürlich passieren, klar, das wünschen wir uns alle. Aber selbst wenn nicht, den Jungs Zeit geben. Und dann glaube ich schon, dass wir eine sehr, sehr gute Rolle spielen können. Ja. Würdet ihr euch Zeit nehmen für Leute, wenn sie euch in der Stadt ansprechen? Ich springe mal auf die Frage. Ich sehe, irgendwo steht er. Hey Rudi, nochmal danke für das Foto letztens bei FS. Alexander, ja. Ja, da waren wir nach dem Spiel mit Teamkollegen beim Döneressen. Und da kamen auch ein paar zu uns, haben uns nach einem Foto gefragt. Haben wir natürlich gemacht. Es ist halt immer, kommt immer drauf an die Situation. Ne, würde ich immer sagen. Eigentlich mag ich das nicht so beim Essen gestört zu werden, aber da habe ich das einfach gemacht. Deswegen machen wir, aber kommt immer drauf an. Muss man da irgendwie Fingerspitzengefühl selber haben. Bei euch oder bei den Fans? Bei uns. Okay. Also nicht beim Essen, nächstes Mal mit. Doch gerade, wenn die Kräutersoße noch an den Fingern dran ist. Habe ich hier noch was gehabt. Also, schöne Fotos wurden schon gemacht mit den Jungs, steht hier. Ansonsten ein paar Fragen, die drinstehen, die haben wir nachher noch in unserem Freundebuch auf jeden Fall mit. Unbekannte Fragen, welches Fitnessstudio geht ihr?
Geht ihr überhaupt ins Fitnessstudio? Nee, ich nicht. Wahrscheinlich bei Energie, wenn überhaupt, ja, mal ein Kraftraum, ne? Genau. Hätten wir das auch beantwortet. Okay, ich würde jetzt mal fragen, ob wir noch eine kurze Trink- und Kaffeepause machen wollen. Also, ihr schaut uns bei YouTube zu, ihr könnt gerne Kanalmitglieder werden, denn wir haben es vorhin schon mal angesprochen, alle, die Kanalmitglieder werden in den verschiedenen Ligen, da wird demnächst dann immer mal ausgelost, wer hier live vor Ort mit dabei sein darf. Da gibt es dann natürlich auch Gäste, die könnt ihr dann auch mal befragen. Heute wäre eigentlich Hello Kitty mit dabei gewesen, aber Kind krank, Mutti krank ist natürlich doof, deswegen seid ihr beim nächsten Mal mit dabei am Donnerstag in 2 Wochen und das müsst ihr dann schon am Mittwoch, der 9.8. Da müsst ihr, ja, da sind wir genau vorm DFB-Pokalspiel und ich glaube mich zu erinnern, dass Alexander Knappe für diesen Tag auch zugesagt hat. Also es wird ein sehr bunter Tag. Freut euch schon mal drauf, Hello Kitty. Dann gibt es ein Ständchen von Alex Knappe für euch oder er singt das Schlaflied fürs Baby. Ganz tief im deutschen Osten, wo die Luft vibriert und brennt, dort wo das Leben tobt und durch deinen Kreislauf rennt. Hier, wo man noch Freunde hat und fest zusammenhält, folgt man einer Mannschaft bis ans Ende dieser Welt. Wir sind die Fans von Energie und wir lieben den Verein. Wir sind die Fans. Ganz tief im deutschen Osten, wo man festen Willen spürt, der uns durch eigene Energie zu vielen Siegen führt. Hier, wo wir zu Hause sind, hält uns kein Gegner auf. Selbst nach einer Niederlage stehen wir immer wieder auf. Wir sind die Fans von Energie und wir lieben. Fans von Energie.
Energie. Wir sind die Fans von Energie und ihr seid genau richtig bei Rot-Weiß Nummer 4, heute mit Paul Milder und Rudolf Ndualu. Ein paar Fragen haben wir natürlich noch und ihr im Chat natürlich auch. Und Paul hat gerade gesagt, wir müssen auch mal auf die Fragen im Chat eingehen. Ja, dann machen wir das doch. Also, was war jetzt die Frage, die du gerne beantworten wolltest? Ich glaube, wer euer Lieblingsspieler ist, ne? Richtig, ja, die habe ich jetzt das ein oder andere Mal öfter gelesen. Lieblingsspieler aktuell, muss ich sagen, sehr schwer. Es gibt natürlich ein paar Jungs, die das ganz gut machen. Ja, so ein Mbappé oder auch jetzt auf meiner Position den Trent Alexander-Arnold von Liverpool. Das sind schon so, wo man sagt, da kann man sich was abschauen. Natürlich dann nicht auf demselben Niveau, aber so von der Idee. Aber ansonsten ist es schon echt schwierig zu sagen, oder sich auf einen festzulegen. Ja, also mir fällt das zumindest sehr schwer. Ja, ich habe die Frage, glaube ich, schon ein paar Mal beantwortet jetzt. Aber ja, würde schon sagen, Dembélé. Schon einer meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall. Udi kann sich festlegen, siehst du? Ja. Was war der größte Fischfang, den Paul jemals hatte? Ah, das Angelthema, das verfolgt uns jetzt. Ja, völlig okay. Also von der Länge war es tatsächlich ein Hecht mit 98 Zentimetern. Und falls die Frage dann noch aufkommen sollte, der schwerste war ein Karpfen mit, ich glaube, 13,5 Kilo oder so. Also das waren so die zwei Highlights bis jetzt. So lange mache ich es auch noch nicht. Ich habe übrigens was für dich. Du hast ja gesagt, du fährst gerne oder dir macht das nichts aus. Thorsten hat geschrieben, ich organisiere mal Busfahrten zu den Auswärtsspielen. Abfahrt Roland Zollhaus, steig einfach mit ein. Sehr gern, muss er mit dem Trainer klären. Ob ich da im Mannschaftsbus fernbleiben kann, dann fahre ich gern bei euch mit. Das ist gar kein Problem. So, Alexander sagt, Rudi, ich arbeite für eine Hausverwaltung. Wenn du eine Wohnung brauchst, melde dich bei mir. Ja. Ihr seid wirklich klasse. Würde ich gerne machen, aber ich habe schon eine gefunden. Also das ist auch schon erledigt. Ja. Dann kam hier nochmal die Frage, in welchem Fitnessstudio ich bin. Natürlich in dem von Energie Cottbus unterstützten Fitnessstudio, in unserer Gym Lounge. Grüße gehen raus an euch. Da trainieren dann auch die Jungs, die eben ins Fitnessstudio gehen. Also müsst ihr selbst vorbeikommen, um mal zu gucken, wer da so hinten im Trainingsraum mit dabei ist. Ansonsten, Lieblingsverein aus der ersten oder zweiten Liga. Habt ihr da was? Also ich bin nicht der erste und zweite Liga-Schauer so extrem. Ich schaue lieber die anderen Nationen, also so Premier League und spanische Liga sind so eher mein Fall. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ja, der FC Bayern vielleicht in Deutschland oder in der ersten Liga, nicht in Deutschland, in der ersten Liga. Und ja, in der zweiten Liga kann ich ehrlich gesagt nichts, habe ich nicht, gibt es keinen. In der ersten Liga würde ich sagen Dortmund, habe ich ja schon gesagt, Lieblingsverein. Zweite Liga habe ich nicht wirklich irgendeinen Verein, aber wenn, als Supporter würde ich schon sagen Hertha. Also Sarina, Frage an Paul, Bayern oder Dortmund wäre damit beantwortet. Grüße von den Senftenbergern, Grüße zurück nach Senftenberg. An beide, wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu Energie zu wechseln? Paul letztes und Rudi dieses Jahr, haben wir auch schon beantwortet, aber könnt ihr ja noch mal kurz drauf eingehen. Ja, also wie gesagt, das ist ja im Fußball ganz normal. Bei mir war es halt eher die Situation, dass man an dem einen Ort vielleicht nicht ganz mehr gewollt war, warum auch immer, ist auch egal. Und wir uns dann mit Cottbus relativ zeitig in Verbindung gesetzt haben und die Zeichen sofort von beiden Seiten kamen, hey, das ist cool, das wird ein super Ding. Und dann hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, ich war innerhalb von 2 Tagen oder so oder 3 Tagen dann hier in Cottbus, bin auch dann direkt hier geblieben. Und das hat einfach gepasst, die Chemie hat gestimmt und wie gesagt, vom Verein an sich musste man mich nicht überzeugen. Und ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden, sehr, sehr schnell. Wir wollen dich und wir sind auch froh, dass du bei uns in Cottbus bist. Rudi? Ja, bei mir an sich ging es auch relativ schnell. Gute Gespräche mit Trainer und Verein gehabt und das kann halt unser Trainer Menschen überzeugen und deswegen war es eigentlich ganz schnell und klar und einfach hierher zu kommen, wieder zurückzukommen. Ja. So, Tabea schreibt, Timmy, Maxi und Knappe sind Golfen. Ja, vielleicht machen wir das auch mal. Golf, wie sieht's aus? Ich bin Freitag dabei, auf jeden Fall, an die Tabea. Okay. Danke fürs Rufen halt. Ja.
Ja, deswegen sage ich ja, vielleicht machen wir einfach dann auch mal einen Stream vom Golfplatz. Ich glaube, die freuen sich auch, unser Lausitzer Golfclub, wenn wir einfach mal vorbeischneien. Ich sollte da schon Ewigkeiten mal vorbeischneien, selbst wenn ich bloß mit dem Golfbuggy über den Rasen fahre. Wer ist der schnellste im Verein, fragt Benjamin. Sag einfach ich. Nee, ich bin neutral. Ich weiß es nicht. Werden wir noch herausfinden, wenn wir irgendwann Sprinttest machen. So. Ja, ich hätte es gefragt, der schnellste in was? Also. Das schnellste im Rennen, gar keine Ahnung. Gute Frage. Tests werden wahrscheinlich nicht mehr kommen. Können wir uns dann in den Spielen von überzeugen oder vielleicht ein Bild machen, wer da großer Anwärter ist auf den Titel des schnellsten Läufers. Hier wird noch gefragt von Maurice, wie findet ihr den Spreewald? Hattet ihr schon mal Gelegenheit, irgendwie in den Spreewald zu fahren bei uns? Ja, also ich war ja natürlich privat auch früher schon oft da, ist jetzt nicht so weit weg. Ich finde es super, super angenehm, super schön, sehr ruhig. Ist viel Natur, klar, muss man mögen, andere oder einige mögen es vielleicht nicht so, aber zum Abschalten oder mal so als Ausflugsort oder als Ausflugsziel absolut top, top Adresse. Ja. Ich war da noch nicht gewesen. Musst du unbedingt mal hin. Ja, habe ich mal vor. Das ist so ein Naherholungsgebiet, so 17 Kilometer von Cottbus. Kannst du mit Rad hinfahren und bist in einer komplett anderen Welt. Ja, mach ich mal. So. Rudi, dein erstes Heimspiel für den FC Energie im heimischen Wohnzimmer ist direkt ein Highlight-Spiel. Rot-Weiß Erfurt kommt in die Lausitz. Steigt die Vorfreude? Ist es ein gutes Gefühl, gleich mit so einem Gegner im Stadion der Freundschaft zu beginnen? Ja, ich würde sagen, kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Ich sag, positiv ist immer zu Hause zu spielen, halt von den ganzen Fans. Und ja, bezüglich den Gegner, das ist immer situationsabhängig, kann man jetzt noch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ich sag, für alle anderen ist es gut, halt für die Fans. Und wir freuen uns da einfach, zu Hause zu spielen und Punkte zu holen. Hoffen wir mal. Ich habe Paul vorhin die Frage schon gestellt, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Und hast du dir schon als Kind gewünscht, Profi zu werden? Also halt natürlich halt auch von Familie. Bei mir ist auch so eine kleine Fußballfamilie. Mein Vater hat auch in Afrika Fußball gespielt, ist auch wegen Fußball nach Europa gekommen. Also ich bin schon mit dem Ball in der Hand geboren, sagen wir mal. Mit 3 Jahren die ersten Schritte gemacht, 6 Jahren erstmal im Verein gewesen, richtig. Also auch mit den Geschwistern haben wir, also ich habe 2 Brüder, mein großer Bruder und ich, haben eigentlich die ganze Jugend zusammen gespielt gehabt. Und es wurde mir einfach mitgegeben und bis heute hält das eigentlich an. Eine gute Liebe. Also ich wollte nur dazu sagen, Paul lacht nicht über dich, Paul lacht über den Chat. Ich weiß, ich gucke extra nicht rüber, damit ich auch nicht anfange zu lachen. Ich gucke extra nicht rüber. Cedric Euschen hat geschrieben, Rudolf, du bist so toll. Ja, habe ich auch über Instagram bekommen, die gleiche Nachricht. Liebe Grüße, Cedric. Ach, schön. Ihr seid schon ein schönes Team, muss man mal so sagen. Paul, erst Cornflakes und dann Milch oder erst Milch und dann Cornflakes, will Benjamin wissen. Ganz klar, erst die Cornflakes. Ja, okay, hätten wir das auch geklärt. Ganz einfach. Rudi, du hattest am Wochenende Geburtstag. Die Party haben wir am Priorgraben gefeiert mit einem Sieg gegen die U23 von Hertha BSC. Quatsch. Hast du noch gefeiert am Wochenende? Ja, ich war halt nach dem Spiel noch zu Hause gewesen in Berlin. Ein bisschen Zeit mit der Familie und Freunden verbracht. Danach waren wir wieder hier. So, und Wochenende habe ich schön ausklinken lassen. Und wenn wir schon bei Wünschen und Geschenken sind, du hast auch schon einige Erfahrungen gemacht, trotz deines jungen Alters. Du durftest schon in der 3. Liga spielen. Was sind deine Wünsche und Ziele auch in Bezug auf den FCE? Ja, also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir wollen zusammen aufsteigen. Und das habe ich ja auch kurz bei uns im Kreis gesagt, wo ich auch Zepter in der Hand hatte für einen ganz kurzen Moment. Ich hoffe einfach, dass wir alle unsere Ziele erreichen. Ne? Und damit machen wir auch uns und die Fans glücklich. Das Spiel fand ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, deswegen kann ich das nochmal kurz dazu sagen. Da wurde dann so ein Mannschaftskreis gemacht und dann wurde ganz laut Happy Birthday gesungen, wie letzte Woche auch schon für den Trainer beim Fotocrash. Du bist jetzt schon ein paar Tage in der Stadt. Was hast du schon gesehen? Welche Orte hast du für dich entdeckt? Du warst ja auch früher schon hier, ja. Cottbusser. Ich glaube, die Orte, die ich früher gesehen habe, ich kann mich gar nicht mehr so gut daran erinnern. Jetzt sehe ich eigentlich hauptsächlich nur die ganzen Restaurants halt, und ich bin halt hauptsächlich eigentlich in der Stadt oder im Hotel. Und wenn, dann werde ich irgendwo entführt von den Jungs. Entführt von den Jungs, klingt interessant. Du musst demnächst dann auch mal Paul entführen an den Cottbusser Altmarkt, den kennt er nämlich noch nicht. Doch, schon. Er weiß nur nicht, wie es da hingeht.
Rudi, wer sitzt neben dir im Bus und wie vertreibst du dir die Zeit zu Auswärtsspielen? Es wird ja auch diese Saison wieder ein paar längere Fahrten geben nach Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern. Also wer ist dein Buspartner und was macht ihr? Also gegenüber, habe ich ja vorher gesagt, gegenüber sitzt JJ, ne? Auch seit Phil will rüberkommen. Und eigentlich hauptsächlich, ich spiele auf mein Handy oder ich gucke mir Animes an. Aber ich würde sagen, öfters Animes schauen, dann auch irgendwann einschlafen. Das ist so meine Taktik. Das hört sich gut an. Ja, das ist eine schöne Taktik auf Auswärtsfahrten. Wir schauen nochmal rüber hier. Hast du noch eine Frage gesehen? Du hast ein paar Mal gelacht. Gelacht habe ich nicht wegen Fragen, sondern eher wegen Kommentaren. Ich würde nochmal vom Alexander die Frage aufgreifen, wie wir auf die anderen Vereine in der Regionalliga schauen. Ich glaube, wir hatten es ja vorhin schon mal angedeutet, dass es sehr, sehr viele gute Mannschaften gibt, auf dem Papier, Stand jetzt, ohne Spiele gespielt zu haben. Die Liga ist sehr, sehr eng. Ich würde jetzt behaupten, da ich auch schon die ein oder andere gesehen habe, für mich ist es aktuell die stärkste Regionalliga in Deutschland. Und von daher, es wird sehr spannend. Also es wird die ein oder andere Überraschung geben. Die wird es immer geben, im Positiven wie im Negativen. Und ja, ich glaube, es wird ähnlich wie letzte Saison, dass es bis zum Schluss spannend bleibt. Natürlich würden wir uns wünschen, wenn es nicht so wäre für uns. Aber ich glaube, dass realistisch gesehen wird es so sein. Und ja, von daher sehr, sehr starke Liga, sehr, sehr gute Vereine, weil auch vorhin noch die Frage dabei war, auf wen wir uns am meisten freuen. Es gibt viele gute Spiele. Ja. Also ich denke natürlich an Chemnitz, Lok, Jena, auch gerade die mit den etwas größeren Stadien, wo natürlich dann nochmal die Atmosphäre anders wird. Haben wir dieses Jahr sehr viel dabei. Und wir können uns einfach darauf freuen. Ja, also ich sage mal, es ist lieber so spannend und gute Gegner, gute Spiele, viele Zuschauer, als vielleicht gegen die vermeintlichen kleineren Vereine zu spielen, wo natürlich der Fußball dann, ja, es ist trotzdem Fußball, es macht trotzdem Spaß, aber natürlich ist es was anderes, in Jena zu spielen vor dann vielleicht, keine Ahnung, 10, 12, 13.000 Zuschauern oder eben woanders vor 2.000 oder 1.000. Ja. Von daher, das ist so meine Sicht auf die Liga, auf die Vereine. Aber wir tun uns auch manchmal gegen vermeintlich schwächere Gegner ein bisschen schwer. Ich denke da gerne an ZFC Meuselwitz zum Beispiel. Ja, ich habe ja gesagt kleinere, nicht schwächere. ja, das meine ich halt. Also das sollte jetzt auch nicht abwertend sein gegen die Vereine. Klar, dass Meuselwitz nicht die Zuschauerzahlen regenerieren kann, ist logisch, ist auch nicht schlimm. Ja, die Jungs geben sich da trotzdem Mühe, die arbeiten genauso hart wie wir. Und man sieht es in den Spielen halt. Es geht bei 0-0 los, ja, und ja, es ist manchmal ist die Tagesform eben so, dass man selbst als vermeintlicher Favorit das Spiel verliert oder vielleicht schon unentschieden spielt. Ja, das ist im Fußball so. Aber trotzdem sage ich auch, durch Meuselwitz und die anderen Vereine wird die Liga aufgewertet. Ja, also da gibt es, wie gesagt, in anderen Ligen, auch da geben sich die Jungs Mühe. Ich will das nicht kleinreden, nicht schlecht reden, aber es ist halt im Großen und Ganzen für mich schon die deutlich beste Liga. Was man in letzter Zeit immer wieder liest, Cristiano Ronaldo hat es vorgemacht, jetzt machen es alle nach und Unbekannte hat die Frage hier mal reingestellt. Was haltet ihr von den ganzen Wechseln nach Saudi-Arabien? Boah, eigentlich an sich, ich sag immer, jeder mit seinem eigenen Kampf, ne? Also wenn da Leute rüber wechseln wollen, können die das gerne machen. Natürlich auch ein schöner Ort. Deswegen, also ich habe da jetzt nicht eine bestimmte Meinung dazu, muss ich sagen. Ja, ich finde es, also ich sag's mal so, ich würde auch nicht Nein sagen, wenn mir das Geld angeboten werden würde, wie aktuell im Raum überall steht. Trotzdem vermute ich, das ist nur meine Meinung, dass es so ein Phänomen ist wie vor ein paar Jahren Japan und China, ja, wo alle abgehauen sind, weil da das große Geld war und hier und da hat sich nicht bewährt. Ich glaube auch nicht, dass sich Saudi-Arabien bewähren wird, einfach weil auch der sportliche Aspekt nicht gegeben ist. Ja, also es wäre jetzt ein Unterschied, wenn die bei uns in der Champions League zum Beispiel mitspielen würden, wo man sagen kann, hey, da kann man die Champions League gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass es ja, ein großer Anreiz ist für die Spieler, die schon sehr viel erlebt haben, sehr viel gewonnen haben, die Asienmeisterschaften zu gewinnen. Also das ist so, wo ich sage, für mich persönlich hat es keine große Zukunft. Das ist mehr so eine Modeerscheinung, weil halt zwei, drei sehr große Spieler mit einer großen Ausstrahlung das jetzt gemacht haben, folgen natürlich viele. Aber ich glaube, auch das wird sich wieder geben. Ich stelle gleich die Frage, die markiert wurde bei uns im Chat. Aber erst noch, freut sich Rudi auf das Duell gegen Babelsberg? Will Gianluca wissen. Ja, natürlich schon ein bisschen. Halt einfach auch alle wiederzusehen. Ich habe eine gute Verbindung zum Verein. Also ich glaube, gegen Ex-Verein zu spielen, ist immer ein bisschen witzig, ein bisschen lustig.
Erst recht, wenn man dann gewinnt. Kai fragt, welchen ehemaligen Mitspieler würdet ihr gerne zur Energie holen? Ja, gibt es natürlich einige nach 10 Jahren Profifußball. Schwer zu sagen. Ich hätte einen aus der Dresdner Zeit, der ist jetzt Kapitän in Bochum. Also ist er nicht ganz so schlecht. Lucia heißt er. Er war für mich damals als junger Spieler einer, der mich gut betreut hat, sage ich mal, mir viel gezeigt hat und der auch damals schon, auch aus meiner Sicht, fußballerisch sehr, sehr gut war. Ja, also er hatte das gewisse Gespür, eine gewisse Ruhe am Ball und da habe ich schon echt sehr aufgesehen zu. Aber ich kann eigentlich jeden nennen, weil ich will jetzt dadurch keinen schlechter machen, wenn ich ihn nicht nenne. Aber ja, wenn die Frage so gestellt ist, dann würde ich jetzt ihn als Beispiel nehmen. Okay. Wen hat Rudi im Kopf? Oh ja, auch viel zu viele, muss ich sagen, ne? Also, wie Paul schon meinte, irgendwie kann man nur die Frage falsch beantworten. Ich will keine Gefühle verletzen, deswegen sage ich lieber nichts. Wir enthalten uns der Stimme. Okay, ich würde sagen, gibt jetzt noch ein paar allgemeine Infos. Dann machen wir noch mal einen kleinen Song. Und dann machen wir unser Freundebuch. Wir schauen einfach noch mal zurück. Also wir hatten jetzt ein ganz paar Testspiele gehabt. 8 Testspiele insgesamt, 97 Tore, 4 Gegentore. Ist schon ein gutes Fazit. Und wir starten jetzt am Sonntag endlich wieder durch in der Regionalliga Nordost. Erster Spieltag am 30. Juli, 13 Uhr gegen Viktoria Berlin. Die Woche drauf, am 5. August, geht es dann um 14.05 Uhr los. Ganz wichtig, also 14.05 Uhr, nicht 13 Uhr. FC Energie Cottbus gegen Rot-Weiß Erfurt. Und am 13. August erwartet uns dann das DFB Pokalspiel, erste Runde gegen den SC Paderborn. Es gibt momentan schon die Tickets für alle Mitglieder, für alle Dauerkarteninhaber. Euch wurde ein Link zugeschickt. Ihr könnt euch eure Plätze reservieren über Etix. Funktioniert alles ganz einfach. Und für die, die sich jetzt sagen, ja, bin ich nicht, habe ich nicht, ab nächsten Montag gibt es dann die Tickets überall an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und ansonsten kauft eine Dauerkarte. 2.100 haben wir schon verkauft und es wäre natürlich geil, wenn da noch mehr dazukommen. Insgesamt 3.800 Mitglieder haben wir gerne und wir würden gerne noch in diesem Jahr die 4.000er-Marke knacken. Ich denke, das ist machbar und machbar ist übrigens auch unser Freundebuch. Machen wir gleich mit Paul Milde, Rudolf Ndualo bei Rot-Weiß Nummer 4. Receiver of baby, you're a believer. I
Reach out and touch faith. So, Ausgabe Nummer 4. Wir haben uns hier mal ein kleines Päuschen gegönnt, aber die Jungs sind natürlich noch da, die sind nicht weggelaufen. Nein, ich habe Freundschaftsbuch gesagt und da sind sie alle weggelaufen. Hi, Paul, du auch hier. Also, wir haben nachher noch das Energiequiz gemeinsam mit dem Energiemuseum, hat der Martin für uns gemacht. Ganz, ganz lieben Dank an dich, Martin. Da könnt ihr heute übrigens einen Intersport Wavrock-Gutschein gewinnen fürs nächste Shopping, falls ihr noch irgendwas braucht. Fußballschuhe oder Fußballsocken oder vielleicht sogar einen Fußball zum Unterschreiben, was auch immer. Und Twitch könnt ihr übrigens auch über euer Amazon Prime-Abo abwickeln. Also einmal im Monat kann man dann einfach bei Twitch streamen und das könnt ihr natürlich für Rot-Weiß nutzen. Wie gesagt, Quiz gibt's nachher noch. Jetzt unser Freundebuch. Paul, ich würde dich mal bitten. Also wir haben das bis jetzt immer so gemacht, dass der eine Spieler vorliest. Ja, es ist falsch rum, aber es ist trotzdem, ja. Wir haben es leider auf dem Kopf angefangen. Was will man machen? Die ersten Fotos kleben auch schon drin. Also einer liest vor, was er schreiben soll und der andere schätzt ein, also beim Namen jetzt natürlich nicht, sondern wenn da steht Hobby, dann soll Rudi mal kurz einschätzen, was so deine Hobbys sind. Ob er dir heute gut zugehört hat. Ja. So. Name. Der erste Verein. Dein erster Verein? Bin ich raus? Das weiß ich nicht. Wer ist das? Ja, es war der erste VfL Pirna-Kopitz. Sollte man schon wissen. Wie soll man sich das merken? Ja, man weiß es eigentlich. Zungenbrecher. Erstes Trikot im Sinne von? Erstes Trikot im Sinne von Fußballer. Hattest du mal irgendein Fußballer-Trikot als Kind von einem Fußballer, den du... Ja. Muss ich selber erst überlegen. Das kann ich ja nicht wissen, ne? Und? Torres. Fernando Torres. Echt? Geil. Ja. Der ist ja jetzt so ein Pumper-Typ geworden, ne? Der macht jetzt so Bodybuilding-mäßig. Ja. Nee, aber nicht mehr verfolgt? Doch, aber kann er ja machen. Ah, ja, also okay. Ist ja nicht schlimm. Gut. Aber als Spieler, muss ich sagen, war es zu der Zeit, ich hatte es auf uns gesagt, aktuell habe ich nicht so den einen, aber damals war es schon ganz, ganz toll, der. Also da ging es von gleiche Frisur bis die Art und Weise der Schuhe und dies, das, also war schon wild, ja. Genau. Was ist das nächste? Hobbys. Oder das Hobby. Angeln und Motorradfahren, ne? Ja. Richtig. Echt, hast du ein Motorrad? Ja. Ich erzähle es meistens nicht, weil ich jetzt nicht unbedingt Vorbild sein möchte. Hatte auch viel zu tun damit, das zu Hause durchzusetzen, aber ich bin froh, dass jetzt alle so weit sind, dass sie sagen, okay, sie vertrauen mir so weit, dass zumindest ich meinen Teil dafür tue, dass es sicher ist. Und, ich hätte dich jetzt nicht für so einen typischen Biker gehalten. Ja, was ist ein typischer Biker? Gibt es ja sowieso nicht. Nee. Nein, aber deswegen, also ich lasse es meistens immer raus eigentlich, weil ich einfach, jeder muss es selber für sich wissen oder halt die Eltern, je nachdem, weil es ist gefährlich, brauche nicht überreden, aber ja, wenn man im Kopf soweit ist, dass man selber sagt, okay, ich für meinen Teil gebe alles dafür und fahre so, wie man fahren sollte, dann macht das schon sehr viel Spaß. Hier kam jetzt zwischendurch noch eine Frage rein, die finde ich auch interessant. Cracky fragt, wie findet ihr das Trikot der Saison? Nur weil er einen Nutzernamen wie Cracky hat. Alles gut. Ja, also ich finde das Trikot tatsächlich super. Mir gefällt es sehr. Auch, es ist zwar ein anderes... Blau oder Rot? Das Rote finde ich persönlich besser. Es ist zwar ein anderes Rot als letzte Saison und als vermeintlich auch im Wappen, was ich so schon gehört habe als Kritikpunkt, aber ich muss sagen, mir gefällt es sehr. Ja, bei mir ist eher das Blaue. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Und ich habe dich schon ein bisschen unterschätzt, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, aber wo ich die anhatte, fand ich schon sehr schön. Also Blau und Rot, aber ich kann euch sagen, es gehen auch wirklich beide Trikotfarben und die meisten kaufen sowieso
beide. Was war denn jetzt als nächstes eigentlich? Als nächstes die Fußball-Ikone. Gut, kann Rudi nicht wissen. Ist natürlich mein Vater, klar. Jetzt nicht pauschal, weil es so sein sollte, aber weil es auch wirklich so ist. Hat mir sehr viel mitgegeben, hat mich dazu gebracht, Fußball zu spielen. Ist auch heute noch logischerweise immer an meiner Seite. Ist auch mit der größte Kritiker, den ich habe, was auch gut ist, worüber ich froh bin. Und ja, deswegen gibt es da einfach keinen anderen. Das nächste ist die beste Entspannung. Gut, ist natürlich Angeln. Das Angeln sind wir wieder dabei, genau. Motto muss ich sagen, fällt mir sehr schwer, muss ich noch überlegen. Lieblingssüßigkeit ist das nächste. Da gibt es einiges. Komm, was haut dich so richtig aus dem Sattel? Keine Süßigkeit. Charlie hat geschrieben, blau ist keine Farbe, sondern ein Zustand. Ja. Den kenne ich nicht. Nichts damit zu tun, ja. Stärken als nächstes, bezogen auf den Sport oder allgemein? Ja, auf den Sport. Reicht die Seite gar nicht. Erik schreibt, da kam kurz der Babelsberger durch beim Trikot. Rudi, das kriegen wir noch hin. Soll ich das vorlesen oder der Rudi? Ja. Ich? Was hast du denn, ja? Ja, also meine Stärken sind schon, dass ich auch mit meinem linken Fuß was anfangen kann. Auf relativ gutem Niveau, würde ich jetzt mal selber behaupten. Ja, und ich habe noch Tempo aufgeschrieben. Also es gibt Spieler, würde ich behaupten, die sind langsamer als ich. Mehr sage ich dazu nicht. Also bist du der Schnellste jetzt oder nicht? Nein, das nicht, nein. Gut, die Frage können wir heute nicht beantworten. Nee, richtig. Sag mal, sagt ihr selber, dass noch der ein oder andere Transfer kommen muss oder reicht das Team für den großen Schritt Richtung Liga 3? Fragt Miro. Ja, das ist auch, wie ich vorhin sagte, das ist so eine Sache, noch sind, glaube ich, 5 oder 6 Wochen Zeit für den Transfer. Man hofft es nicht, es kann immer was passieren, dass sich einer verletzt. Natürlich muss man dann reagieren können. Ob wir noch einen, also ich sage, Stand jetzt müssen wir keinen verpflichten, aber auch das wird sich noch in den ersten 2, 3 Spielen vielleicht herauskristallisieren, dass man sagt, okay, hey, doch, da brauchen wir vielleicht noch einen, der uns nochmal eine andere Variabilität gibt oder eine andere Art zu spielen. Aber auch das ist wieder so eine Frage, wo es jetzt unfair wäre zu sagen, ja, wir brauchen auf jeden Fall da und da einen, weil wir haben super Jungs, wir sind, glaube ich, knapp über 20 Spieler, wo jeder spielen kann, jeder das Recht hat zu spielen und es wäre jetzt unfair zu sagen und auch Quatsch, weil wir es nicht brauchen, dass wir jetzt da und da unbedingt noch jemanden brauchen. Also es sind momentan 18 Feldspieler, 3 Torhüter, Arnel Kujovic habe ich da jetzt einfach mit reingerechnet. Frage an mich, ich habe vor 3 Wochen mein Trikot mit Beflockung bestellt und bezahlt. Wann kann ich mit der Lieferung rechnen? Das ist folgendermaßen, habe ich vorhin schon kurz erklärt. Die Ware, die kommt wirklich aus Bologna, aus Italien. Das heißt natürlich, wir warten da auch immer drauf. Es kann zu ein paar Verzögerungen kommen. Aber wenn die hier sind, gehen die direkt zur Beflockung, was auch nochmal einen Moment dauern kann. Deswegen geduldet euch bitte. Mich rufen auch ganz viele im Fanshop an. Ich sage euch allen das Gleiche. Bitte ein bisschen Geduld haben. Es kommt aber alles an. Und ich hoffe vielleicht sogar noch in dieser Woche, dass ihr dann zum Auswärtsspiel gegen Viktoria Berlin auch wirklich eingekleidet seid. So, was hast du? Nee, hier. Ja, also über Lieblingssüßigkeit bin ich jetzt hängen geblieben bei den Kinderbongs, wenn die so genannt werden. Kinderschokoladenbongs. Genau das hätte ich bei dir vermutet, wirklich. Weil? Ich weiß es nicht. Ich dachte wirklich vorhin Kinderschokobongs, keine Ahnung warum. Ja, hast Glück gehabt. Also für Rudi bitte Katjes mitbringen und für Paul Kinderschokobons. Ich nehme auch andere Süßigkeiten. Nicht nur Katjes. Ich hoffe, der Trainer hört nicht zu. Als nächstes der Lieblingsort in Cottbus, da ich tatsächlich ja nicht so oft in der Stadt bin. Selbst wenn ich es wäre, glaube ich, ist es wirklich das Stadion. Wohnzimmer, klar. Und das sage ich jetzt nicht einfach, um Sympathie zu bekommen, sondern es ist einfach so. Da fühle ich mich am wohlsten hier. Ja, da ist man gemeinsam zusammen mit der Mannschaft, mit den Fans. Und da hat man auch am meisten Spaß. Na klar, also es gibt auch gute Restaurants, gute Cafés, ohne Frage, aber es ist schon das Stadion oder der Platz auf dem Stadion, absolut.
Hello Kitty, danke nochmal für 10 Euro, hast du gerade in den Topf gehauen, ihr seid wirklich super. Und hier steht nochmal, Lennart fragt, ob man die Karten am Sonntag auch online kaufen kann. Schaut mal bitte bei Energie vorbei auf den Social Media Kanälen, die haben da einen Link geteilt, wie ihr an die Tickets für Sonntag kommt. Und dann sehen wir uns alle bei Victoria Berlin. Was? Was? Ach so, okay, da geht immer Musik an. Ja, haut gerne was in den Topf, auch gerne in den Honigtopf bei Twitch. Wir freuen uns über alles. Werdet Kanalmitglieder, wie gesagt, wir verlosen hier auch Live-Sitzplätze bei Rot-Weiß. Wer die nächsten Gäste sein werden, weiß ich noch nicht, aber ihr könnt dann live mit dabei sein. Paul, du lachst, was musstest du beantworten? Nee, ich habe jetzt ein Motto, das passt zwar eigentlich nicht so zu mir, aber mir fällt gar nichts anderes ein. Das hatte mal ein Trainer in der Jugend bei uns leider relativ häufig sagen müssen oder sagen können. Es gibt halt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Das ist mir davon damals im Kopf geblieben. Ich finde es sehr lustig. Ja. Es hat was Sarkastisches, aber ja, warum nicht? Genau, dann, wie trinke ich meinen Kaffee? Ich trinke tatsächlich gar keinen Kaffee. Also weder noch. Meine Lieblingsserie oder die beste Serie ist Game of Thrones. Steht für mich außer Frage. Komplett durchgeschaut? Ja, mehrmals. Mehrmals? Mehrmals. Wow. Ja, Corona war lang. Ne? Ja, also. Stimmt. ja, und wenn mal alles schief läuft, welcher Song pusht dich, habe ich keinen einen. Also kommt immer auf den Moment drauf an. Mal ist es was Ruhigeres, mal was etwas Temporeicheres. Von daher, ich werde gleich was reinschreiben, aber es ist situativ. Also ich höre generell alles von A bis Z. Von 1980 bis 2023, also ich... Bunt gemischt, ja. Bunt gemischt. Ah, hier ist der. Auf der anderen Seite bitte noch unterschreiben und bitte so unterschreiben, Grüße gehen raus an Maximilian Österhellwig, dass man noch ein Foto drunter kleben kann. Maxi, nur damit du schon mal Bescheid weißt, wir werden demnächst mit diesem Buch nochmal auf dich zukommen müssen, weil du hast genau in der Mitte der Seite unterschrieben und wir mussten das Foto drüber kleben. Wir hatten keine andere Möglichkeit. Deswegen, du schuldest uns noch ein Autogramm. Ansonsten, herkommen, das macht er ja sowieso gerne. Das wissen wir ja. Ja? Liebes Team, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns eventuell gegen Erfurt im Stadion, aber auf alle Fälle zur nächsten Sendung. Die ist dann am 9. August hier bei uns im Kontor und da stehen auch die Stühle im Hintergrund, die habt ihr bestimmt schon gesehen. Diese Kinosessel, die waren reserviert für Hello Kitty, ihr Baby und den Papa. Die konnten aber heute nicht kommen, weil Kind krank, Mama krank. Wir wünschen euch natürlich gute Besserung und wir freuen uns, wenn ihr dann das nächste Mal mit dabei seid. Und wie gesagt, ihr könnt auch Kanalmitgliedschaften abschließen und dann verlosen wir unter euch, wer hier demnächst mal mitsitzen darf. Rudi schreibt schon ganz fleißig. Du musst nebenbei auch kommentieren. Du musst jetzt ja, hier Multitasking. Ja, du warst ja gerade mittendrin am Reden, deswegen konnte ich jetzt nicht multitaskingfähig sein. Ja. Ich halte mich zurück. Ist ja nicht schlimm. Ja, mein erster Verein. Kann ja sein, da hast du zugehört, Paul. Hast du zugehört, Paul? Ja, Brandenburger SC. Ja, BSC Süd nur für. BSC Süd, ja genau. Ah, wenigstens besser als ich. Ja, und erstes Trikot war von Ronaldinho gewesen. Ne? Hobbys, ja, eigentlich gar nicht gesagt gehabt, ob ich welche habe, weil... Animes gucken. Ja, ist das ein Hobby? Naja, weiß ich nicht wirklich, weil es ist ja ein Lifestyle. Na, aber Animes gucken ist, also wer auf Animes abfährt, ist ja schon... Ja, schon, aber ist ja, ich weiß nicht, ich sag, Leute, die Serien gucken, ist das ein Hobby? Ich weiß nicht, ist eher eine Beschäftigung, sag ich so. Aber die Anime-Szene ist ja so eine Szene für sich auch. Ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Also, da haben wir auch bei uns auch so ein paar Kandidaten, die da sagen, schaltest du deine Kika-Sendung ein? Aber ja, ich schreibe jetzt einfach Animes drauf. Die Frage wird jedes Mal gestellt. Entschuldige bitte, Rudi, ich möchte mal kurz was fragen. Seid ihr schon in den Genuss der Lausitzer Delikatesse Quark mit Pellkartoffeln und Leinöl gekommen? Ja. Und habt ihr ein Lieblingsleinöl, wird meistens gefragt. Ich habe das gegessen, was es damals in der Schule gab. Ah ja, okay. Also Lieblingsleinöl, keine Ahnung. aber natürlich Quark mit Pellkartoffeln. Wir essen dazu noch Butter und Leberwurst bei uns. Ist natürlich ein gängiges Menü, auch
Kindergarten, Schule, Hort war damals sehr populär, würde ich mal behaupten. Und natürlich sehr einfach zu machen. Wenn ich die Frage mal beantworten darf, also ich mag als echte Lausitzerin am liebsten das Leinöl von der Kanomühle. Also auch die können gerne Sponsor hier werden, wenn sie möchten. Ihr könnt alle Sponsor werden. Katjes, Kaffee Latte, Rudi. Nächste Frage. Ich bin gerade am Nachdenken, da bei Fußball-Ikone, ne? Gibt es ein paar Kandidaten, deswegen. Da würde ich nochmal kurz, wenn das okay ist, so lange nochmal von Cracky die Frage mit der Atmosphäre. Ich meine, du bist wahrscheinlich selber im Stadion, oder hoffe ich zumindest. Und das ist natürlich ähnlich wie für die Zuschauer. Ja, es ist natürlich nochmal ein Ticken lauter, weil du natürlich im Zentrum bist, unten auf dem Platz. Aber wie vorhin schon gesagt, die Atmosphäre ist in der Liga auf jeden Fall einzigartig, das kann ich sagen, ist mein Empfinden. Es macht sehr, sehr viel Spaß und es gibt uns auch sehr viel. Also das unterschätzt man meistens, weil es immer gesagt wird, ja, dass die Fans, die geben 2-3%, das hört man hier, das hört man da, aber es ist halt einfach so. Ja, und das, ich glaube, das verstehen einige nicht oder wollen es vielleicht auch nicht verstehen, weil es eben so eine Floskel ist, aber und da ist es unabhängig, ob da 3.500 sind oder 12. Sobald Unterstützung von den Rängen kommt, gibt uns einfach diesen Push so in der einen Situation. Man sieht es natürlich jetzt nicht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass dann einer auf einmal 45 km/h rennt. Das ist ja Quatsch. Ja, aber so in bestimmten Situationen, Zweikämpfe, dies, das, so im Kopf macht das schon einiges mit einem. Und es macht vor allem auch meistens zumindest viel mit dem Gegner. Ja, also ich kenne es von anderen Vereinen. Wenn man da, ich habe ja mit Steinbach-Haiger in Offenbach gespielt, vor knapp 8.500. Es ist schon beeindruckend und da muss man schon erstmal vom Kopf gegen angehen, um sich da wirklich auf den Fußball zu konzentrieren. Und deswegen ist es ganz wichtig. Und nochmal, um das abzuschließen, die Atmosphäre hier ist Weltklasse. Paul hat vorhin auch eine ganz interessante Frage gestellt und zwar, ich weiß, Schafe, du bist hier unterwegs als FC Energie TV, weil keiner von uns stellt die Fragen hier in den Chat. Gibt es denn eigentlich schon eine Zahl, wie viele Tickets gegen Erfurt verkauft wurden? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Rudi, du bist wieder an der Reihe. Ja, bei Hobbys habe ich jetzt Animes draufgeschrieben und bei Fußball-Ikone habe ich ja ein bisschen nachgedacht, ob ich da jetzt einen Spieler nehme oder halt ähnlich wie bei Paul mein Vater, ne? Ich habe mich jetzt für den Papa entschieden, einfach aus dem Grund ist die Person, die mir Ball in die Hand gegeben hat, auch größter Hater und größter Fan ist gleichzeitig in einer Person. Ja. Das ist irgendwie schön. Ja, liebe Grüße an die Papas. Danke. Und beste Entspannung. Die beste Entspannung ist bei mir einfach Freunde und Familie. Ne? Also da, wo ich mich am wohlsten fühle. Motto. Was würdest du denken, was mein Motto ist? Also ich sage das ziemlich oft, habe ich heute, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Ist jetzt doof, ne? Ja, das ist schwer. Ich würde sagen, mein Motto ist schon so, jeder mit seinem Kampf. So, das ist schon so eine Sache, wo ich halt einfach sage, ich glaube, jeder Mensch hat so viele Probleme, so manchmal einfach auf sich selber schauen, wäre nicht schlecht. So gehe ich auch durch die Welt, ja. Ja, die Frage von Yannick oben, welche Sportarten wir noch schauen, außer Fußball. Also bei mir ist es ganz klar American Football, wenn es da mal wieder losgeht, endlich. Aber ansonsten auch sehr gern die größeren Leichtathletik-Events. Da meine Frau auch und meine Mutter früher Leichtathletin waren, ist das noch sehr tief drin. Mag nicht jeder, kann ich auch verstehen, aber für uns ist es immer ein Highlight, wenn da was ansteht. Und die beiden, würde ich schon sagen, ist so neben Fußball das, was am meisten geschaut wird. Und natürlich nicht vergessen, die Formel 1. Rudi, hast du noch? Nee, auf die Frage auch. Nee. Schaust du noch andere Sportarten? Ich habe UFC ganz viel. Also bin da schon sehr drin, wo ich sage, bleibe ich auch manchmal länger wach. Nicht an Spieltagen, aber so im normalen Fall. Natürlich. Und ab und zu auch mal die NBA, aber ich bin nicht so ein Fan von den ganzen Werbeunterbrechungen. Ja. Sonst würde ich es mir, glaube ich, öfters anschauen. Ich hatte ja auch noch irgendwas gesehen, was ich interessant fand, aber ich glaube, ihr habt das jetzt grün markiert, dann fragen wir das.
Inklusive Dauerkarten, hier, guck mal, Schafe. Inklusive Dauerkarten und ohne Gäste bisher ca. 3500 Karten verkauft für Erfurt. Schall. Also ihr habt noch Zeit bis zum 5. August, 14.05 Uhr ist Anstoß im Stadion der Freundschaft und wir wollen ein volles Stadion haben. Ja? Wir brauchen da jeden. Ach, wo Paul wohnt, in Ruhland, hat er auch schon ein paar Mal gesagt. Das kann. Ja, hat jemand Spaß, gefragt, natürlich. Wenn du nicht ja, in Cottbus okay. wohnst, wo wohnst ja. du? Butter und Leberwurst gehört auch dazu. Ja, das essen wir wirklich tatsächlich hier in der Lausitz. Pellkartoffeln mit Butter und Leberwurst. Nee, jetzt ist Rudi wieder dran. Meine Lieblingssüßigkeit habe ich Pico Baller raufgeschrieben. Also die mag ich. Sehr, sehr besonders. Die sind auch besonders süß. Mhm. Mhm. Knorsten möchte gerne wissen, ob Schafe eigentlich die 1000-Meter-Läufe beim Training mitgemacht hat, wie beim letzten Rot-Weiß versprochen. Er hat es ja nicht versprochen. Ihr habt es von ihm gefordert. Hat er nicht gemacht, auf jeden Fall. Nee, okay, Paul hat die Frage beantwortet. Guckst du ab? Nee. Da würde ich noch mal ein, zwei Fragen aufgreifen. Relativ schnell beantwortet zum Lieblingsverein der NFL. Tatsächlich mehrere. Also ich bin großer Packers-Fan, auch wenn Aaron Rodgers jetzt weg ist. Ansonsten bin ich auch Fan von einzelnen Spielern. Bei der Formel 1 Favorit, die Frage beantwortet sich von selber, leider. Das hätte es auch gern spannender gehabt, aber es wird natürlich nichts an Max Verstappen vorbeiführen. Und Lieblingsfahrer, muss ich ehrlich sagen, ich bin von jedem Einzelnen beeindruckt, der da fährt, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn es das geben würde, dass jedes Auto gleich fahren könnte, würde der ein oder andere sich umgucken. Glaube ich, ist mein Gefühl. Also es ist schon Wahnsinn, was die Jungs da abliefern. Hast du schon mal was von den Cottbus Crayfish oder Lauchhammer Miners gehört? Gehört ja, aber schon da gewesen noch nicht, nein. Gern bei Einladung, vielleicht. Vielleicht wäre so eine Kooperation auch wieder cool unter den Vereinen. Also, dass ja, ihr mal also zu einem Footballspiel geht und die Footballer kommen ins Stadion der Freundschaft. So. Das ja, mit denen zusammen trainieren. Nein, nur also. Zum Zuschauen, dass man so sagt, hey, er spielt ja. Energie und Sonntags spielen, ja, spielen unsere Footballer und dann kann man sich mal so ein bisschen unterstützen gegenseitig. Ja, warum nicht? Ich meine, es sind auch Sportler, wie du gerade sagtest, es sind auch Jungs, die am Ende dasselbe Ziel haben wie wir, nur halt auf einer anderen Art und Weise. Ja, ich war ab und zu in Dresden schon bei den Monarchs. Es ist sehr interessant. Vielleicht ist es eine Option, mal gucken. Liegt aber auch nicht an mir. Nö, war jetzt einfach bloß mal so eingeworfen. Ja, ich sag nur, es liegt auch nicht an dir. Also da gibt es ja Verantwortliche wahrscheinlich. Nee, aber wenn ihr Bock drauf habt, das wäre schon mal dass wir Bock drauf hätten, ja. Aber wie gesagt, also wir entscheiden das ja nicht. So, Rudi. Boah, chill, ich muss nachdenken, Alter. Ja, also Stärken hatte ich Tempo-Dribbling gemacht, also Tempo und Dribbling. Und Lieblingsort in Cottbus ist das Hotel bis jetzt. So, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um die einzelnen Orte zu erkunden. Danach kann ich dann Upgrade geben. So. Jetzt muss ich weiterschreiben, Leute. So, in der Zeit können wir uns hier wieder. Was ist euer Ziel in dieser Saison, fragt Lenny. Ja, also natürlich auf Vereinsebene, auf Mannschaftsebene natürlich das Maximum rausholen. Das ist, denke ich, allen klar. Für mich persönlich ist es an erster Stelle gesund bleiben. Ja, gerade mit Rückblick auf die letzte Saison, auch wenn es, wie gesagt, das erste Mal in dem Ausmaß war. Ja, und dann, ich denke, wenn man, oder die Herangehensweise, dass man jedes Spiel sein Bestes geben sollte und auch will, dann kommen die Ergebnisse wie Assists oder Tore oder ähnliches von allein. Ja, also ich glaube, die Arbeit oder das Vergnügen kommt nach der Arbeit. Ja, oder anders ist der Spruch, aber ja. Es stimmt einfach. So, wenn du viel Gas gibst, wenn du alles reinschmeißt, was du hast, kommt der Rest von allein. Und deswegen finde ich es schwer, ein Ziel zu setzen, zu sagen, ja, keine Ahnung, 5 Vorlagen, 5 Tore oder 10 Tore, 5 Vorlagen. Man wird sehen. Am Ende muss der Mannschaft geholfen werden, egal wie. Ob nur mit Toren oder vielleicht sogar verhinderten Toren. Und ja, von daher
habe ich jetzt keine Zahl für dich, aber als Mannschaft, das Ziel ist, denke ich, klar. Und für mich persönlich an erster Stelle gesund bleiben. Das wünschen wir uns natürlich auch für euch, für alle Spieler, auch die, die ihr gerade zuschaut. Gesund bleiben bitte, wir brauchen euch alle. Udi, du hast den Stift zugemacht, das heißt, du hast alles beantwortet. Ja. Lieblingsserie? One Piece. Ja, okay, ja. Hätte ich jetzt auch, genau. Jetzt auch so gesagt. Ja. Welcher Song pusht dich, wenn es mal ein richtiger Scheißtag ist? Ich glaube, es ist ähnlich wie bei Paul. Also, es kommt immer drauf an. Ich höre ja eigentlich alles, habe ich ja schon gesagt gehabt. Deswegen je nach Emotionen und Situationen. Ja. Und ihr habt alle auch so unterschrieben, dass wir noch ein Foto hinkleben können. Das ist sehr, sehr schön. Tja, Maxi. Muss ich mir mal kurz anschauen bei dem. Ja, wir haben das Foto drüber geklebt, weil er hat wirklich genau in der Mitte unterschrieben. Das ist ja. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Song, dann machen wir noch das Quiz und dann haben die Jungs auch mal Feierabend. Ihr hattet heute schon 2 Trainingseinheiten, oder? So, wir sind wieder da. Oh Gott, ihr dürft nicht hören, was wir hier in der Pause besprechen. Vielleicht sollten wir das verkaufen wir übrigens an die exklusiven Kanalmitglieder. Da wird ja auch mal das Mikrofon in der Pause angelassen. Rot-Weiß Nummer 4 heute mit Rudolf Ndualo und Paul Milde. Wir haben hier ein bisschen Spaß. Nein, es war vorhin die Frage, wen ihr aus dem Team am meisten mögt oder mit wem ihr am meisten rumhängt. Und Paul hat gesagt, ich benenne keinen Einzelnen, weil wir sind ein Team. Aber dir wurde die Frage übrigens auch noch gestellt. Kannst du jetzt beantworten, wie du gerne möchtest? Okay. Kann ich genauso antworten wie du. Sag doch einfach Paul Milde, das wäre jetzt irgendwie... Ich mag alle. Ey, so ein Mist, ich mag das ganze Team. Ja. Kann da keinen rauspicken, ehrlich. Haben wir das doch geklärt? Ja. Okay, wir machen jetzt das Quiz über Twitch. Entschuldigung, es ist sehr warm hier. Es ist einfach sehr warm auch.
Wir spielen jetzt noch mit euch. Es geht heute natürlich um die neue Saison, die Saisonvorbereitung, alles Mögliche, was da an Fragen so aufkommt, hat der Martin für uns zusammengefasst. Zu gewinnen gibt es heute einen Gutschein für Intersport Wawrock in der Spreegalerie. Da kann man sich alles Mögliche kaufen, was man eben so braucht. Vielleicht noch das neue Trainingsoutfit fürs Fitnessstudio oder, ich weiß nicht, die neue Wintermütze. Keine Ahnung, was ihr eben braucht, kriegt ihr da. Und wir würden das jetzt mit den Jungs spielen, hier auf den Fernseher beamen. Und die Jungs können dann, wenn ihr geantwortet habt, auch mit antworten. Ach so, okay. Für welchen Verein bestritt Rudolf Ndualo in der Saison 21-22 drei Spiele in der dritten Liga? Viktoria Berlin, Arminia Bielefeld, Duisburg oder Freiburg? So, es ist der Bildschirm, okay. Ist die Zeit abgelaufen? Können wir? Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber alle die, die vorhin gut zugehört haben, die wissen es natürlich. Man sieht es nicht, okay. Wir orientieren uns doch um. Ja, wir können uns auch so hier über die Zeit bringen. Hier gibt es eigentlich noch ein paar Fragen. Warum hast du noch keine Wohnung? Rudi hat vorhin schon gesagt, er hat eine Wohnung. Er ist nur noch nicht umgezogen, ne? So war das. Genau. Also, wer sich hier gerne noch als Umzugshelfer anbieten möchte, ein paar Kartons hochschleppen. Die Wohnung ist schon voll möbliert. Na, du musst ja auch mit irgendwas füllen, die Möbel. Naja, mal schauen. Bleibt alles leer. Wie viele Tickets sind für Paderborn verkauft? Hat Schafe auch schon reingestellt. Da sind es Tatsache sogar schon 4.000. Und für alle, die Dauerkarteninhaber und Mitglieder sind, die bekommen jetzt schon ihre Tickets. Ihr habt einen Link bekommen über Etix. Ansonsten nächste Woche Montag ist Vorverkaufsstart an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Da könnt ihr dann eure Tickets fürs Pokalspiel am 13. August sichern. Okay. Fabi in der Regie hat gerade gesagt, jetzt sieht's gut aus. Es liegt an der Wärme. Die Technik hat schon Feierabend gemacht. Weißt du, ich möchte es einfach nett verpacken. Wer ist der Beste an der Konsole bei euch in der Mannschaft? Wird tatsächlich wenig gespielt, glaube ich. Also ist es nicht so, dass wir, zumindest ist es mir nicht bewusst, 5, 6, 7, 8 Leute haben, die FIFA spielen oder sowas. Also ist, glaube ich, bei uns nicht so aktuell wie vielleicht in anderen Teams. Okay. Nächster Versuch, okay. So, da ja. Okay. Zeit ist gleich abgelaufen, also ihr solltet sagen, für welchen Verein Rudi in der Saison 21-22 drei Spiele in der dritten Liga absolviert hat. Ich glaube, es hat was mit Zebras zu tun. Paul, hast du zugehört? Möchtest du? Ja, habe ich. Natürlich ist es der MSV Duisburg. Ja, sieht auch ganz gut aus hier bei den Fans. Dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich zu Frage Nummer 2. 16 Leute wussten es. Sehr gut. Fatal. Hat, glaube ich, jemand an Alex gedacht, ne? Ja, Prokopenko gedacht, ja. Von welchem Verein wechselte Paul Milde im Sommer 2022 zur Energie? Offenbacher Kickers, Chemnitzer FC, SG Dynamo Dresden oder Union Fürstenwalde? Hast du ein ganz paar Mal gesagt. Könnte man wissen, wenn man gut zugehört hat. So, Rudi, hast du zugehört? Offenbacher Kickers. Ist natürlich richtig. Wer wusste es von euch? Dreizehn von euch wussten es. Zwei haben Dynamo Dresden gesagt. Paul hängt im Chat hinten fest. Hast du noch was gesehen?
Nein, ich schau bloß, alles gut. Bei Twitch könnt ihr am Quiz teilnehmen, hatte ich vorhin auch schon mal gesagt. Also bei Twitch, wenn ihr eine Prime-Amazon-Mitgliedschaft habt, dann könnt ihr sowieso einmal im Monat frei twitchen. Deswegen könnt ihr das gerne für Rot-Weiß nutzen. Dort könnt ihr mitspielen und dann auch was gewinnen, ganz klar. Und wir starten durch mit Frage Nummer 3. Welche beiden Mannschaften sind in die Regionalliga Nordost aufgestiegen? Rostocker FC und Eilenburg, Rostock 2 und Budissa Bautzen, Rostocker FC und Budissa Bautzen oder der FC Hansa Rostock 2 und Eilenburg? So, zu Frage Nummer 3. Es waren natürlich... Ja, der FC Hansa Rostock, zweite Mannschaft, und der FC Eilenburg. Das ist natürlich richtig. Wie viele wussten das von euch? Okay, bei uns ist das Feld weg. Ach so. Ja. Ach so, ihr könnt es diesmal bei YouTube leider nicht sehen. Aber ich lese die Fragen ja auch laut vor. 21 von euch wussten es. Und damit kommen wir jetzt auch zu Frage Nummer 4. War auch schon Thema heute. Die weiteste Auswärtsreise unternimmt der FC Energie zu welchem Verein? Erfurt, Jena, Greifswald oder Rostock? Ging erst ab Frage 3, hat Nico vorher geschrieben. Alles klar, danke dir, Nico. So, Zeit ist abgelaufen. Was schätzt ihr? FC Hansa Rostock 2, würde ich sagen. Stimmt, Martin hat das ganz genau ausgerechnet. Hansa Rostock 2, Entfernung laut Google Maps, Rostock 363 Kilometer vom Stadion der Freundschaft bis zum Ostseestadion durch Berlin, 388 Kilometer über den Berliner Ring. Nach Greifswald sind es 362 Kilometer, Erfurt 344 und Jena 302. So, von euch wussten das auch 8. So, Frage Nummer 5. In die wievielte Saison in der viertklassigen Regionalliga startet der FC Energie am kommenden Wochenende? 7., 5., 4. oder 6.? Bei uns ist die Zeit jetzt runtergezählt. Was schätzt ihr? Also ist das allgemein gesehen oder jetzt am Stück? Allgemein. Allgemein würde ich jetzt schätzen... 6? Ich würde schon eher 7 sagen, ja. 6 oder 7, eins davon. Es sind Tatsache 7. 2016-17, 17-18, 19-20, 20-21, 21-22 und auch 22-23. Und jetzt sind wir sozusagen in der 7. angekommen. Wussten nur 2 und wir machen mal ein kurzes... einen kurzen Überblick, weil wir schon die Hälfte der Fragen... Dana Druck steht hier an erster Stelle. Danach kommt... Ey, helft mir mal bitte, was steht da? Itzkemixen. Okay, und dann ein unbekannter User. Du hast einen wunderschönen Namen, wirklich. Besser noch als Cracky. Cracky hat uns umgehauen. Okay. Frage Nummer 6. Gegen welche aktuelle Regionalligamannschaft holte Energie seit 2016 die meisten Punkte? Nee, noch müsst ihr euch gedulden. Übrigens hat hier Alex geschrieben, 27.08. ist das vorletzte Heimspiel der Crayfish gegen die Monarchs 2. Das wäre eine coole Aktion, wenn du vorbeischaust, Paul.
Wollte ich nur noch mal reinhauen. Merke ich mir, ja. Wenn wir selber da nicht Spiel haben, ist es die Idee wert. Hier ist die Zeit abgelaufen. Rudi, möchtest du die Frage beantworten? Boah. Das ist eine sehr gute Frage. Okay, 27.8. ist frei. Wir sehen uns alle hier, Sportzentrum. Na, Rudi? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, Mäusewitz oder Babels wäre eins davon, ne? Was sagst du denn? Ja gut, jetzt sehen wir natürlich das Ergebnis schon, aber ich hätte nicht gedacht, dass es Babelsberg ist. Nee, ich auch nicht. Ja, Babelsberg 03 gegen Babelsberg 27 Punkte, Lok Leipzig 20, BFC Dynamo 18 Punkte, Hertha 2 19, Berliner AK 17 und ZFC Meuselwitz 23. Spielte Energie in jeder Regionalliga-Saison. Aufgrund von Spielabsagen während der Corona-Pandemie ergeben sich außerdem unterschiedliche Anzahl an Spielen gegen die verschiedenen Mannschaften. Danke an Martin, der holt das immer alles aus dem Archiv raus. Frage Nummer 7. Von wie vielen Zuschauern wurden sämtliche Vorbereitungsspiele des FC Energie in den vergangenen Wochen besucht? 10.000, 3.000, 8.500 oder 5.500? 2, 1. Was sagt ihr? Ich glaube, du hattest es vorhin schon gesagt, glaube ich. Ich wäre für 8.500. Schließt Rudi sich an? Ja, ich habe es gestern gehört gehabt, beim Grillen. Ah, okay. Wir hatten da beim Grillen schon unsere Ergebnisse hier verraten. Kann ja nicht sein. Also laut den offiziellen Spielberichtsbögen kamen 8.494 Zuschauer zu den Vorbereitungsspielen. 14 von euch wussten das auch. Sehr gut. Wart ihr gestern alle beim Grillen oder was? So, Frage Nummer 8. Welchen Zuschauerschnitt erreichte der FCE in den Heimspielen der vergangenen Regionalligasaison? 5.031, 6.025, 4.099 oder 7.088? Ich wusste gar nicht. Craigie hat es ja geschrieben. Craigie, alles gut, Junge. Wir mögen deinen Namen. Sehr sympathisch, ehrlich. Sag doch mal, woher der kommt. So. Wie war der Zuschauerschnitt letzte Saison? Ich würde gerne Rudi raten lassen, weil ich weiß es. Boah, ihr hattet schon viele Zuschauer gehabt. Ich gehe mal mit 5.000. Na, jetzt habe ich ja Ergebnis schon. Sind wir bei 6.000. 16 wussten es, ja. 6.025, Platz 49 aller Mannschaften der ersten vier Ligen und Platz 3 aller Regionalligisten. Nur Aachen, hast du vorhin schon gesagt, und Münster hatten noch mehr Zuschauer. So, Frage Nummer 9, vorletzte Frage für heute Abend. Welcher Spieler trägt die höchste Rückennummer? Dennis Lamar, Alexander Prokopenko, Janis Juckel oder JJ oder Cedric Euschen? Ba-bum. Ich beantworte die Frage mal, das ist der Alex, ne? Weil ich aus guter Erfahrung, weil ich heute gegen ihn verloren habe, im Basketball spielen. Alexander Prokopenko mit der Nummer 37. Sehr richtig, wussten 16 von euch und 5 haben auf Janis Juckel getippt. Ja, der hat die 36, kurz davor. Und letzte Frage für heute Abend. Ach, wir machen vorher noch mal ein kleines... Okay, da ist jetzt ein unbekannter User auf Platz 1 durchgerutscht. Dann unser lieber Itzkak Smixen ist auf Platz 2 und Dana Druck ist auf die 3 gerutscht. Also haut noch mal alles rein. Letzte Frage. Welcher Spieler aus dem aktuellen Kader ist in Cottbus geboren? Joshua Putze, Karl Pichon, Jonas Hildebrand oder Tobias Hasse? Also, Zeit abgelaufen? Okay. Ja, also im Ausschlussverfahren kann es eigentlich nur der Karl sein. Schließt du dich an? Ja, 100%. Ich hätte das genau so gesagt wie du.
Unser dritter Torhüter, Karl Pigeon, wurde am 2.3.2004 in Cottbus geboren, ist vollkommen richtig, seit Juli 2017 bei Energie. Yoshi ist aus Berlin, Jonas Hildebrandt aus Frankfurt-Oder und Tobias Hasse ist natürlich auch Berliner. 10 von euch wussten es, 8 haben sogar gedacht, Yoshi ist hier aus Cottbus. Ja, der ist hier in die Sportschule gegangen, das stimmt. Jonas Hildebrandt, meine ich. So, dann sind wir, ey, Dana Druck hat hier noch komplett aufgeholt. Dana Druck, du hast gewonnen. Es gibt heute einen Gutschein für Wabrock Intersport in der Spreegalerie. Kannst du schön shoppen gehen, wenn du noch irgendwas brauchst. Ein unbekannter User ist auf der 2. Und komm, einer von euch liest es vor. Wer ist Nummer 3? Du hast es wieder so super gemacht. Beende es einfach. Ah, it's gemessen. Okay. Ich habe mein Bestes gegeben, ja. Okay, ich freue mich natürlich, dass auch heute wieder Nummer 4 so eine lustige Runde war. Ihr wisst, wie wir die Runde beenden? Haben wir schon gehört, ja. Deswegen sind wir ja auch hier heute. Ach so, okay, alles klar. Ja, also ich glaube, es geht darum, wer als nächstes kommen soll, ja. Da würde ich auf jeden Fall auf Wunsch einer Live-Zuschauerin heute hier den Timmy Thiele gern nominieren. Sunshine Mary hat schon gefragt, wer kommt zur nächsten Sendung, wen nominieren die Jungs? Richtig, also mein Tipp wäre der Timmy. Ja, und ich sage der Cedric Euschen. Wenn du kommentieren kannst, kannst du auch herkommen, Großer. Ja, Cedric, komm mal vorbei hier bei uns. Also, das sind die Nominierungen der Jungs. Ich sage vielen, vielen Dank an Paul Milde und Rudolf Ndualo. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Jawohl, vielen und Dank. Und wir sehen uns am Sonntag in Berlin. Daumen sind gedrückt. Vielen Dank. Vielen Dank und schönen Abend noch an alle, die dabei waren. Ciao. Ich habe Spaß gemacht. Ciao. Gibt uns Kraft und Zuversicht.